Hey, liebe Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Fortnite-Livestream. Mit dabei ist der One Yearly. Was geht? By the way, auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr mal abchecken. Erstmal ein bisschen mach keine Werbung und für mich jetzt. Halt deine Schnauze jetzt mal! Wir machen Werbung für dich. Nee, so, und jetzt, Leute, heute werden wir mal McDonald's bauen, weil gestern haben wir eine Lidl gebaut und das ist wirklich 100 geil. Angekommen bei euch. 100 geil, ja, lasst heute die 100 geil da, nee, die 100 Likes auf jeden Fall. Nee, Leute, also gestern haben wir ein Lidl gebaut und heute wird eben mal der McDonald's hier gebaut. Und ich hoffe, wir können euch gut unterhalten. Wir werden auf jeden Fall einen Drive-In-Schalter bauen. Wir werden wieder ein Wägelchen mitnehmen, dass wir dann durch den Drive-In düsen können. Und schauen wir mal, ob wir heute mal richtig fresh was reißen können. Vielleicht dann wieder. Auf jeden wir Fall. Wissen noch, gestern war es ja richtig lustig beim Lidl. Da haben wir am Anfang habe ich da fast gewonnen und dann am Ende haben wir wieder die Runde gewonnen. Das Geilste ist, am Ende haben wir den größten Lidl gebaut und die Runde gewonnen. Ja, das war sowieso das Geilste. Den größten Lidl ever gebaut und die Runde gewonnen. Leute, schreibt mal wieder Hashtag aktiv in den Chat, dass ich wieder weiß, wer mit am Start ist. Boah, einer schreibt schon Hashtag McDoof. McDoof. Ja, die Deutschen sagen dazu McDoof. Ich habe es damals auch nicht gekannt, wie ich das erste Mal in Frankfurt war. Meinten die immer McDoof dazu und ich habe das nicht gecheckt. Ich bin Österreicher. Das sagen immer Mackie. Ja, immer Mackie. Yeah. Mackie. Mackie sagen die Deutschen kaum. Die sagen Mackes. Geh mal zu Mackes. Ey, geh mal zu Mackes rüber, ja. Ja, Mackes sagen sie. Und bei uns in Österreich sagen wir immer Mackie. Geh mal Mackie. Geh mal Mackie, Alter. Aber so ist es. So ich friss nur bei Mackie. Boah, so viele Aktive mit am Schlüssel. So muss das sein, Leute. Herzlich willkommen. Die aktivste Hunde-Community auf YouTube. Kann man schon was zu sagen? Die aktivste Hunde-Community. Die Hundesöhne und die Hundetöchter sind am Start. Wo bauen wir einen Mäcke, oder? Weißt du was, wir gehen mal Wayne Woods rüber. Ja, ich wollte gerade sagen. Wayne Mäcke. By the way, es gibt ja bei Tomato, nee, nicht Tomato Town, wo, irgendwo gibt es ja so ein, so wirklich McDonald's, sowas in der Art. Ich glaube, Retail Row. Ja, bei Greasy. Greasy. Bei Greasy gibt es. Da, schau, ne? Da ist er. Stimmt, ja, da können wir dann auch hingehen, mal probieren, da auszubauen, aber wir wollen erstmal ganz. Wir wollen unseren eigenen Mäcke. By the way, ich war auch heute McDonald's. Ich hab mich so voll gefressen. Aber danach ist man so schlecht, da hab ich keinen Bock mehr drauf. Wer kennt's? Die abnormale McDonald's Schlechtigkeit. Wie wird da Horvath sagen? McDonald's ist gut. Das sagt die Werbung, das ist so, ich friss nur bei Mäcke. Ich friss nur bei Mäcke, ja. Runter geht's, Leutchen. So, runter geht's. Herzlich grüße am Ende des Streams. Morgen KFC. Auf jeden Fall morgen machen wir den KFC. Ne, ich hatte schon so Vorschlag, Ikea könnten wir auch mal bauen. Jo. Weil haben auch ganz viele gesagt, wir sollen mal einen Ikea bauen. Vor allem, da können wir dann so Möbel hinballern. Das wäre irgendwie lustig. Wir sind Hundesöhne, so ist das. Die Hundesohn-Amis hier. Die Hundesohn. Ja, die Hundesöhne und die Hundetöchter. Da kommt einer um die Ecke. Merch geben davon. Ein Hundesohn-Merch? Ja, immer Railing Woods runter. Ja, der Hundesohn-Merch. Ist Hundesohn ja nicht, ist ja eigentlich eine Beleidigung, oder? Nein, du, bei uns doch nicht. Für uns ist das doch keine Beleidigung. Nein. Wir sind wahre Hunde. Achso, ja, bei dir. Aber normalerweise, wenn es auf die Straße bei uns geht, Digga, Waller, du Hundesohn. Nee, das ist bei uns nicht so. Bei uns ist das nicht so. So. Da hat er vorhin 99 Cent donated. Da warte mal gucken, wer hat die donated? Der 99 Cent hier. Play bei Golf 8 XD pult hier raus. Hey, da ist bei mir jemand. Echt? Ist bei dir jemand? Helfen Sie mir, ich habe keine Waffe. Ja, ich komm schon wieder. Weißt du, gestern hat es funktioniert mit der Donation, heute mal wieder nicht. Grüße gehen raus an Tippy Stream. Die wieder mal wie nichts auf die Kette kriegen, Alter. Ich bleibe mal bei dir, Alter. Ja, die nichts auf die Kette kriegen, Alter. Ja, ist doch so, die kriegen doch nichts auf die Kette. Ich hab da Schritte gehört. Crayon, grünen Euro raus. Dankeschön, lieber Crayon, für 1 Euro Donation. Ich finde nur Muni. Architekt, ne, ich denke auch aktiv, so ist es. Der Hund wird zum Architekten, so sieht's aus, Leute. Da ist jemand, komm, hilf mir. Ja, ich komm schon. Ich hab nicht gecheckt, yes. Dass ich hinter ihm war. Ha, 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 yes! Grüße gehen, dann nimm du den Trank. Ja, okay, perfekt. Süß war das, das war echt cute. Ein Dönerladen bauen, wie geil wäre das? Mir geht's gut, dankeschön, Leute. Da kommt der Dönerbuden-Ali durch die Tür. Wer kennt den Döner, den Dönerbuden-Ali? Dönerbuden-Ali. So. Ich hoffe, euch auch geht's gut. Das war gerade Ische, gell? Ich hoffe, auch euch. Das war gerade die größte Ische des Tages heute. Ich kann nicht reden, ich bin einfach. Hey, ja. Wir könnten mal so einen Pizzalieferantdienst machen, weißt du? Das wäre mit dem Wegelchen. Lieferheld!
Nee, das Geile ist, wir können ja diese Pizza-Rucksäcke da tragen. Im Wagen führen wir dann Pizza. Der lief halt, genau. Der lief halt. Der hey, rum mit weißt du, was wir da machen? Da könnten wir es irgendwie so machen. Du hast ja den Skin, was der mit der Pizza. Ja, und ich führe dich dann im Wagen herum und liefere dich an die anderen. Ich liefere dann die Pizza aus. Dann gehen wir zum Pizzahaus mit Tomato Town. Geil. Dann liefert man die Pizza aus. Das wäre auch mal eine geile Idee. Ja, wie alt bist du? Ich bin 21. Aber Leute, ich muss du mal alter umstellen. Sack. Immer wieder umstellen, dass der Superchat auch angezeigt wird, weil, wie gesagt, der Superchat wird nicht angezeigt, wieder mal. Da muss ich das so vorlesen, da werde ich das gleich einstellen nach dem ersten Match, dass er auch wieder angezeigt wird, weil, wie gesagt, TP Stream mag mich nicht. Als man ja, ich deine bin... Zunge runterhängen, also als wenn du mega schwitzt oder heiße Frau. Warte mal, ich muss meine Freundin angucken. Ja, Leute, wir sind beide Österreicher. Nichts! Beide Österreicher. Ich soll am eine Schlüssel. Heiße Frau angucken. Also dich. Der Buti, der Wabler hat wieder fürs Auto blechen müssen, hörst du. So. Ist der Buti da? Bei mir, Buti ist bei mir im Stream. Hallo Buti. Hallo Buti. So. Der Buti erst hat für seine Ohren wieder blechen müssen, hörst du. Schon immer gesagt, Stapler vorn ist es. Es ist einfach das Stabilste. Das ist der Büste, das Gabelstapler vorn. Gabelstapler vorn. Mal schauen, wir haben einen Donator, der Miguel Stucke hat hier donated mit den 99 Cent auf dem Fenster. Vielen Dank. Ich muss das echt mal wieder hier einstellen nach dem ersten. Du schau mal, du hast da banarische Schwammerl. Bau mal eine Villa. Was für eine Villa sollen wir bauen? So eine richtig Villa Kunterbund. Die Villa Kunterbund. Ey, du, da hinten hat sich jemand. Da ist jemand. Glaube ich. Ja. Weil der schwitzt. Schwitzt der? Geht. Wie viel schwitzt denn der? Ja, er hat, auf jeden Fall habe ich ihm das Schild weggeschwitzt. Okay, warte mal. Komm schon. Ich habe nämlich eine Schrotze. Ist er da oben drin? Er macht richtig ernst. Hast du ihn? Nein. Ah, er hat mich, richtig. Alter, was macht der? Wo ist der überhaupt? Problem ist, ich sehe ihn nicht, der ist wieder irgendwo. Hä? Der Baum macht ihn fertig. Ja, ich sehe es nicht. Ja, moin. Der blöde Baum war mir die ganze Zeit im Weg. Das ist tot. Weißt du, der ganze Baum war mir in der Frage. 142 hat kassiert, er. Ja, ich bin tot. Das fängt super an. So, müssen wir mal gucken, ja. Wo ist der wohl? Was war das nochmal? Füße gehen raus, ne? Dann diese geile Aktion mal wieder. Ich baue mich extra hoch und dann kommt der Baum in die Fresse. Alter. Gefleck mich. Ja, ist so, ne? Es ist echt schlimm. So, Login with YouTube. Ja, gerne will ich mich da einloggen. So. Damit auch wieder die Donations richtig angezeigt werden, muss ich das jetzt hier so einbinden. Ich hasse TP Stream so sehr. Ich sollte vielleicht echt, ich sag jedes Mal so umsteigen, weil TP Stream so verbuggt ist. Und ich mach's nie. Warum mach ich's eigentlich nie? Ach, 20 bin ich. 20. Superchat einblenden. Jetzt haben wir so viel Ressourcen gefahren, für das, dass die uns dann wieder überrennen, die Lappen. So, mal so Overlay, da tun wir das jetzt hinzufügen. Sorry, dass ihr jetzt gerade Blackscreen habt. So. Weißt du, ich habe das gestern nämlich extra weggemacht, dass das wieder richtig funktioniert hätte. Schauen wir mal, ich mache mal so eine Test. Dankeschön. Ich teste mal einen Superchat. Superchat! Dankeschön. Xyonpool 56 Euro. Das ist eine super. So, perfekt. Geht doch. Jetzt geht auch mal wieder der Superchat rein. Also, hat's bei dir wieder gebuggt oder was? Ja, sicher, Tippy Stream kriegt einfach nicht auf die Kette. Weißt du, gestern hat es mich da funktioniert, dann war die doppelt die Einblende. Und jetzt habe ich es extra nochmal eingestellt. ich verstehe Tippy Stream. Die kriegen es nicht auf die Kette, Alter. Die kriegen es auf die Kette. Ich steig echt um. Ja, ich steig auf Streamlabs um. Tippy Stream ist echt nicht zuverlässig, leider. Ist deshalb, Streamlabs Leute, besser in der Hinsicht? Ja, tausendmal besser. Miguel, Stück nochmal. Ich feier deine dich, schreibt er. Ich feier deine dich. Okay, ich feiere deine dich ebenfalls. Grüße gehen raus hier an dich, lieber Miguel Stücke. So, dann würde ich sagen, weiter geht's. Das war gerade pretty bad. Das muss es sein, das ist auch noch eine Spende. Wie heißt denn Freund auf YouTube gleich, wie er hier heißt? In Fortnite. Keine Werbung. Aber keine Werbung. Psst.
Like-Hype. Jetzt ein Like-Hype. Ach, hau ein Like-Hype raus hier für tolles TV-Stream. Hier, hau mal ein Like-Hype raus. Du hör auf. Ich hab keine Geschwister. No way, I'm unstoppable. So, bin ihr kennt ja mein neues, Einzelkind. Mein absolutes neues Favorite-Ding, was ich so hab. Disco! Oh, schau mal, es funktioniert. Der größte Emma-Gangster der Welt, El Mago, zieht 5 Euro raus. Dankeschön. Grüße gehen raus hier an dich. Hat auch mal wieder 10.000 Stunden gebraucht, bis das funktioniert hier, ne? So. Aber was lange Was? Was war das für ein Schrei? Ist da gerade jemand reingekommen bei dir? Nein. Ja, weißt du, das ist bei mir so üblich zu Hause, weißt du, es kommt jemand rein bei mir ins Zimmer und ich schreie erstmal an. Ich hör so, BOOM! Ich hab BOOM gesagt. BOOM? Okay. Das kann ich wissen. Minecon LPs 40 Abos brüten Euro raus. Und er schreibt nichts dazu. Aber Grüße gehen hier raus an den Minecon LPs mit 40 Abos. Ganze 40 Abos. Minecon LP mit 40 Abos. Ja, Grüße gehen raus, denn nicht. Und Miguel Stuckel brüht nochmal 90 Cent aus dem Fenster. Vielen Dank, lieber Miguel Stuckel. Was Name? Warum heißt es nicht Stücke? Wäre super. Miguel-Stücke. Goldstückchen. So, oh, da hat schon einer Omega. Boah. Wir gehen Greasy Groove runter. Ah, zum richtigen Mäke. Jetzt gehen wir aber zum richtigen Mäke, weil sonst ist. Wir kupfern den exakt ab, dass du mich hörst. Ne? Den kupfern wir jetzt erstmal ab. Dann bauen wir dort ein bisschen ab und dann bauen wir einen richtig fetten McDonalds auf, ja? Auf dem Bärgaffe hörst du. Den fettesten McDonalds, den ihr jemals gesehen habt. Und wenn ihr mehr solche Aktionen sehen wollt, dann lasst ein kostenloses Abo und eine Glocke da, damit wir mehr solche Sachen hier auch machen. Ja, ja, haut da drauf auf den Abo-Button. Kann ich jedem von euch nur höchstens empfehlen. Nö. Na doch. Und ja, Stefan Schinnerl, der brüllt 2 Euro aus dem Fenster. Du bist der beste YouTuber, auch Dankeschön, lieber Stefan. Grüße gehen raus an lieben Stefan hier. Stefan! Wir müssen mal wieder so ein Intro machen, so wie beim letzten Stream, was ist so. Ich glaube, da kriegen wir so einen Copyright-Strike. Nur das war so geil, nämlich alle bei dir in den Kommentaren unten alles so dieses Intro. Das ist das beste Intro ever gewesen, finde ich. Sollten wir vielleicht auch mal wieder machen, ne? Guten Tag, Mr. Like-Up. Ach, bin ich jetzt der Mr. Like-Up oder was? Er hat's erfunden. Du und Alpha Steine Lieblings-YouTuber. Ach ja, du meinst der mit dieser Stimme? Mit dieser Kinderstimme. Wenn du hier mal reinkommst. Wird sich böse gemeint, aber. Deswegen bin ich hier. Wegen. Du musst mich aushalten. Es gibt Leute, die halten das aus, aber ich halte es nicht aus. Diese hohe Stimme einfach. Ich halte das nicht aus. Deswegen bin ich hier. Wegen. Hast du mich schon gelootet? Ja. Nein. Okay. Hab ich nicht. Ich brauche nämlich mal eine gescheite Waffe. Ihr habt nichts. Ich hab Sturmgewehrl. Ich brauche auch eins. Hast du zwei? Nein. Zwei, ich habe ein Medkit. Jetzt bin ich aber traurig. Und der Officer Fox blutiert 2 Euro raus. Hier gönne den Thunfisch, blitzt da bitte was. Und wir mögen keinen Thunfisch, das weißt du wohl, oder? Officer Fox. Du aber trotzdem raus, hat Officer Fox mit 2 Euro Donation. Weißt du, was kriegst du? Kriegst du Money Rain hier für mich? Fox, yo. Schildl. Da wirst du mich weggrabt. Und der Son Goku 275 kriegt 2 Euro raus. Guten Abend und liebe Grüße von Son Goku 275. Dann wünsche ich dir auch alles Gute und herzlich willkommen im Stream. Come on. Der Son Goku, der ist auch mal wieder da. Ey, schau mal, ich hab da was für dich. Komm her da. Komm, ich brauche echt mal eine. GeForce Game Ready Driver ist verfügbar. Klebt mir Dankeschön. Seht ihr gerade nicht, schade. Meine Grafikkarte will sich gerade updaten mit dem Stream. Das ist immer so. Bei mir ist gerade vorher GTA auf einmal rausgetappt. GeForce kam so und sagt so, jetzt bin ich hier. Jetzt ich sag so, verpiss hier. Dich. Minecon LP, es bringt nochmal 40 Euro aus, genau. 40 Abos bringt dir nochmal 1 Euro aus, dankeschön. Warum macht mich dieses 40 ganz nett hier? So, mal mit hier. Schau, kannst du dir einen Drink hier holen? Und dann bauen wir uns Maggie. Aber ich habe noch immer keine gescheite Waffe. Boah, ich fühle den Beat gerade bei mir. So, perfekt. So, würde ich sagen, ich gehe da noch rauf und dann holen wir die ganzen Sachen. Was für ein Beat, geil. Bauen wir den größten McDonalds in Fortnite. Ja. Den größten, der jemals sehen wird. Hey, der McDraft. Hast du eine Schnauze? Nope.
da oben, ich hab da eine hingelegt. Schau mal da drin. Rechts. Ja, ja. Danke. Ja, ja, bitte. Alter, ich bin schon so gehypt auf Meckles. Boah, da krieg ich direkt Hunger. Leute, wer hat auch Hunger, wenn wir Mecke bauen? Mecke. Mecke nennt man. Mecke. Die Mecke-Schnecke. Och, Menu. Wann baust du McDonald's? Boah, ich hab doch nie McDonald's so falsch geschrieben hier gesehen. Chris, heute war erst GTA. Dankeschön. Dankeschön, lieber Ben HD. Für 1 Euro, der ist auch wieder mit dem Stissel. Grüße gehen raus. Wir sind aber irgendwie, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir da ganz alleine sind, ne? Ja. Ey, da oben ist einer. Hab ihn. Finish. Ah. Ehrenmann. Direkt finishen. Das ist die Ehrenmann-Aktion. Immer direkt finishen. Sie würden es nicht anders machen. Oder Stefan Schinnerl, brüht nochmal einen Euro raus. Dankeschön, lieber Stefan. Hier, da ist jemand. Du, warte mal. Hab ihn. Was, dankeschön. Digga, direkt finishen. Die anderen finishen, bevor sie uns überhaupt killen. Es stimmt, es ist früher was so, da hat man noch nicht gefinisht. Ja, aber jetzt finishen sie, bevor sie uns überhaupt killen. Ich weiß, da gehen sie direkt auf den Kill. Es ist nicht mehr so, wie es damals war, Leute. Es war mal schöner. Man muss leider so spielen. Es geht leider nicht mehr anders. Ne? Es geht doch nicht. Kennst du das Meme? Es geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ja, sicher kenne ich das. So, Leutchen, wir werden jetzt noch ein bisschen Baum hier abfällen. So viel Loot wie möglich nehmen wir uns hier mit, natürlich. Ich habe mir ein bisschen Loot von denen gegrabt, aber ich baue mit. Wie viel Loot hast du denn? 240, 156, 20. Das ist nicht schlecht. Ich schaue nur, den McDonald's müssten wir aber so bauen, dass wir auch so ein Halbdach haben. Sprich, dass der auf der Seite so ein Halbdach hat, aber in der Mitte ein Flachdach. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Sicher McDonald's bist, dann macht man das. Ist es schon mal aufgefallen, dass du McDonald's, also bei uns ist das so, die schauen ein bisschen chinesisch aus von außen. Ich weiß auch nicht warum, aber diese Dachform ist komisch. Also ist nicht normal, finde ich. So voll chinesisch von der Bauart her. Weiß nicht, ob das auch schon mal jemand aufgefallen ist. Ein Apple Shop können wir bauen. Ein Apple Shop, was soll man dort verkaufen? Mac, ein Apple Store. Wir verkaufen einfach die Äpfel, die da in Fortnite gibt. Die kannst du nicht aufheben. Scheiße. Wir müssten Medikits und so verkaufen. Miguel, ja, Stucke nochmal. 90 Cent, dankeschön für 90 Cent, lieber Miguel. Warte, okay, ich habe einen Schildtrank für dich. Hier, komm her da. Weißt du, was geil wäre, wenn wir, dankeschön. Weißt du, was geil wäre? Es wäre voll geil, wenn wir irgendwie einen Lama finden würden. Und Lama bauen wir den Ding. Das ist unser Happy Meal. Dankeschön, lieber Battle Dog hier, für 1 Euro eine Donation. Er prügelt raus hier. Grüße gehen raus an Marius, bester Mod. Hey du, wir brauchen unbedingt ein Wägelchen, brauchen wir. Ein Wagel, warte mal. Vielleicht hat der Mac Drive-In. Ein Sackerl vom Mackey Drive-In. Ja, schau mal, das sind die neuen Wägelchen da, wo du anscheinend irgendwann mal was rauskaufen kannst. Derzeit aber nicht möglich. Alter, der gibt aber viel her. Oh, 36. Das erspeibt. In Sackgarn vom Mackey Drive-In. Die Leine. Hey, aber Wagerl. Jawohl. Niemals Wagerl und fahr mal weg. Der XXX Katschuk FX brüllt neu raus. Was ist der Name? Yes. So, wo hast du diesen Namen bitte her? Ich will gar nicht wissen, wo du diesen Namen wieder her hast. Aber er brüllt hier raus. Dankeschön. Müssen wir auch mal hier wieder ein bisschen die Scheinchen regnen lassen, ne? Ah. Und das Wedge. Das Switch. Ich hab mir den Finger halt quetscht. Bitte hilf. Das Switch. Hey, wenn du anschiebst, du darfst nicht anpushen, ne? Hey, kannst du mal wieder nicht pushen? Also eventuell ab 19 Uhr und kann man mit dir spielen. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich eh um 19 Uhr streamen, aber ging sich da nicht mehr aus. Bin nämlich ein bisschen spät nach Hause gekommen. Grüße gehen raus dir erstmal. An Herr zu spät kommen, Kopf. Warte, geh mal in das Haus rein. Vielleicht ist da noch was drin, das sieht nicht gelootet aus. Welches? Na da. Und man kann gerne mal spielen. Wenn ich Zeit habe, wir können gerne mal spielen, einfach auf den Discord kommen und ab und zu Link auch in der Beschreibung. Oder wir machen Community-Runden, dann geht das auch ganz locker flockig. Natürlich, da können wir gerne mal zusammen spielen. Link ist da in der Beschreibung. Ah, schau mal, ich habe noch ein Medikit. Brauchst du eins? Nee, brauchst du nicht, ne? Nope. Ist da. Aber wie gesagt, einfach in die Beschreibung gucken, Discord kommen, so gerne mal zocken, kein Problem. Absolut. Korrekt. So, die Zone kommt mal wieder auf. Eine Sniper. Die grab ich mir aber sowas. Wir müssen den Mackie aber schon wieder irgendwie voll in der Mitte bauen. Merkst du das? Sag mal, wo hast du das Wägelchen? Ach, das ist so. Vor der Türe. Praktikant. Frau Horzner, ich bin schon da. Warte, Frau Horzner, ich komm schon. Jo, ich bin da. Frau
Horzner. Frau Horzner. Ben HD, nochmal 5 Euro am Rausballer. Du bist voll der coole YouTuber. Danke, lieber Ben. Und Ben HD, du bist schon so lange dabei. Komm, hauen wir mal raus hier für dich wieder. Money Rain. Stay so lonely, everybody wants me. Treat it like a trophy. Stay so lucky. Und wir fahren durch Tilted durch. Oh nein. Vielleicht noch ein bisschen einkaufen, Tilted. Der Manuel Rost ist auch wieder am Start mit, ich kenne es auch, das mache in Deutschland zu MC Donalds, also McDonalds sagen. Da, mein Papa hat einmal gesagt, geh mal zu MC Donalds, hat er mal gesagt. MC Donalds sagen die. Motorradclub McDonalds. Ey, warte mal. Motorradclub Donalds. Super. Warte, ich bin... Schau mal, ich hab was... Hast du einen kleinen Schildtank? Ich hab was für den Eingang, ich hab kein Schild. Da, ich bin Hashtag Ehre. Da, jetzt schau mal, Livestream sieht's, Hashtag Ehrenmann, da. Weil du wenig der Alex, hast. Ebenfalls nochmal 1 Euro Donation. Hab dich gerade entdeckt, finde dich voll cool. Danke, Alex. Ich knall dir gleich die Birnen weg. Brügeln aber heute raus, der Elias Nützel. Brügelt hier 220 raus. Hi, kannst du mich adden, heiße Dyson Gurke YouTube. Der ist wirklich Dyson Gurke. Ja, wie gesagt, auf den Discord kommen, euren Namen in den Fortnite-Chat reinschreiben, ich kann dich gerne adden, ist kein Problematiko. Ich kann nicht fahren. Ich habe meinen Führerschein wie SpongeBob nie geschafft, so. Du hast nicht Danke gesagt, dass ich hier den Ehrenmann-Move gemacht habe. Ich knall dir gleich die Birnen weg. Der hat gerade den Ehrenmann-Move seines Lebens gemacht, hat nämlich den... Und du hast nicht mal Danke gesagt. Danke. So, erzwungen so. Das ist so wie wenn du von der Tante als kleines Kind einen Kuchen kriegst und jetzt hast du vergessen, Dank, du sagst jetzt aber schon Danke, gell, zur Tante. Du sagst jetzt ja, aber schon Danke. Alter, der erkennt das, Alter, wenn die Eltern gesagt haben, sag Danke zu ihr, sag doch Danke. Du hast da danke oben, schau mal die... Sie. Warte mal, wir gehen da weg, okay, wir gehen da weg, schau mal, dass sie uns nicht sehen. Wir sind hier nicht da. Die sollen uns nicht sehen, wir sind gar nicht hier. Bei mir ist gerade Hashtag Ehrenmann im Chat, auf Hashtag Ehemann. Ah, no homo. Boah, da Tiki Tobi ballert 10 Euro raus. Zürn bin auch wieder am Start. Dankeschön über Tiki Tobi für 10 Euro Donation. Tiki Tobi? Hey, ist das nicht der. Hä? Oh, was? Ist das nicht der. Hast der du nicht mal. Ist das nicht der Musiker da? Welcher Musiker? Hast du nicht mal gesagt, da gibt's einen. Hä? Na, der Tobi meinst du. Ach so. Und Miguel Stück kommt hier auch nochmal raus. Die 2,29. Cool, ich hab's nachher so geschrieben. Voll verwechselt. Ups. Boah, Leute. Ich komm ja gar nicht mehr zum Zocken. er redet eigentlich so, er liest nur Donations vor. Juhu, McDonalds, ich liebe McDonalds. Ich war heute, by the way. Also, das New Pass heute perfekt. Ich war heute McDonalds. Ich hab mir so voll gefressen, dass mir wirklich wieder schlecht ist. Grüße gehen raus an Herrn McDonalds. An Ronald McDonalds. Sag mal, wir könnten hier theoretisch anfangen zu bauen. Wo bauen wir? Weißt du, was geil wäre? So Drive-In direkt hier. Da könnten ja, da so ein Boot Drive-In. Ja, wir bauen ein Boot Drive-In. So, perfekt, so. Fangen wir mal an zu bauen, Leute. Wir bauen jetzt einen absoluten... Ah! Wo schießt er? Osten. Warte, ich hab ne Sniper. Also ich fang schon mal an hier zu bauen, ja? Boah, da ging an seinem Kopf vorbei. Wir müssen aufpassen, weil von hinten kommen ja auch welche, ne? Ja, ja, ich baue hier dazu. Wir bauen jetzt den absolut krassesten McDonalds, den ihr jemals gesehen habt. Jawohl. Leben, Leute. So. Die sind schon. Der hat einen Grenade Launcher. Ja, ich ebenfalls, warte mal. Wir sind aber in Low Ground hier. Die pushen, glaube ich, die pushen. Elias, danke schön. Die pushen, die wollen pushen, aber nicht mit mir hier. Die wollen richtig pushen, die machen richtig hart. Alter, ich war leer geschossen, wie das? Ich hab vergessen, meine Sniper zu nehmen. Alter, er piekt. Ja, ja moin. Unser halber voller McDonalds leider. Er hat 30 Leben gehabt. Ja, ich habe ihn doch ziemlich angepisst eigentlich mit meiner Waffe und genau, ich habe wieder vergessen, meine Schrot zu reloaden. Das ist so mein absoluter Fehler, den ich gerne mache. Jetzt muss ich mal hier die Donations durchschieben. Wer hat hier donated, bitteschön? Der Tiki Tobi eben. Sind wir auch am Start mit 10 Euro Donation. Ich grüße deinen Nacken. Der Wallboy, juhu, McDonalds. Der Elias Nützel hat 99 Cent rausgeballert. Der Wallboy 2M, ich war ja heute auch McDonalds. Was? Du warst heute auch McDonalds? Haben wir so viel gemeinsam, wollen wir heiraten. Spaß beiseite, komm. No homo, aber gell. Sonst wird Zockerbrötchen hier mal wieder ein bisschen krass, ne? Und Miguel schreibt, mach GTA-Livestream.
Best ever. Ich mache einen Fortnite-Livestream, da sage ich, soll GTA machen. Grüße gehen raus, ja. So. ist immer egal, was man macht, das passt nicht. Wenn du GTA machst, wann machst du Fortnite? Ich weiß. Mach ich GTA, wo die Leute Fortnite. Machst du Fortnite, machst du wollen sie GTA. So. Sag, ob es wegen Apple Shop. Was? Sag, ob es wegen. Apple Shop wäre auch eine nice Idee, aber da wüsste ich nicht, wie wir den am besten bauen. An Mac Shop machen wir. Aber ich finde, Ikea ist eine geile Idee, weil Ikea ist riesig. Da müssten wir, für Ikea müssten wir ganz Railing Woods verwenden. Für die ganzen Bäume. Und ich glaube, das sollten wir, wenn. Also Ikea sollten wir im Vierer-Team machen. Da würden wir nämlich, wenn dann wirklich eine richtig fette Halle bauen. Das wäre dann jo, das ewigste. Mit so einem Labyrinth-System, so wie bei Ding. Ja, genau, wo du dann durchrennen musst. Aber dann musst du echt ein bisschen Glück haben, dass du in Railing Woods auch die Zone reinbekommst. Aber sollen wir mal wieder Railing Woods gehen, dass wir hier hinbekommen? Vor allem, das ist jetzt gerade weit weg. Ja, jetzt ist gerade weit weg. Gut, dann gehen wir jetzt Richtung Railing Woods, Leute. Wann kommt ihr von Free Life Mods? Ist immer unterschiedlich, aber ich hab's eigentlich so vor, einmal die Woche zu bringen. Manchmal ist es auch einmal in zwei Wochen, kann mal sein. Warum denn kein Kick? Stimmt, wir sollten einen Kick bauen. Aber Kick ist ja auch einfach nur ein Laden. So wie was gibt's denn da einen Preisberaten? Was? Preisberaten? Nein, kennst du es nicht, den Preisberaten? So ein Euro-Shop? Ja. Okay, der Preispirat. Alter, was gibt's noch so für geile Sachen? Genau, ein Waffenshop. Aber ich keinen Plan, wie so ein Waffenshop. Ein Kätner bauen wir, ein Kätner, yo. Ein Kätner, genau. Mediamarkt könnte man bauen. Hey, Mediamarkt. Mediamarkt, stimmt. Elektronik. 229 raus, besser YouTuber ever. Dankeschön, Carrie. Carrie 395. Und er schreibt mal, besser YouTuber. Jetzt bin ich ganz, wie soll ich sagen? Jetzt bin ich ganz rot. Jetzt rot bin ich ganz bad. Ich bin ganz rot geworden im Gesicht. Und der Wahlboy zahlt im Brüten nochmal 1 Euro raus. Dankeschön, lieber Wahlboy. Der ist auch immer da, ne? Der Wahlboy. Den sieht man immer. Aber KFC, stimmt schon, wäre auch nice. Wenn eine nice ja, aber Sache. Wenn wir Mackie haben, dann haben wir KFC. Ja, ist jetzt nicht so viel an. Aber KFC sieht halt gleich aus wie McDonald's. Wir bauen die 3 goldenen Kugeln. Das kennen die Deutschen. Das kennen die Deutschen, glaube ich, echt. Ich glaube, in Deutschland gibt es das gar nicht. Nein, nicht. Bau eine Station. Aber was? Die Station soll ich bauen. Pizza Hut könnte man bauen. Wie gesagt, ja, aber als letztes wäre wirklich einmal, wir müssen so alle Branchen durch. Jetzt haben wir mal Essen. Und dann wäre geil irgendwas mit Möbel. Oh, weißt du, was geil wäre? Polizeistation mit Gefängnis. Das ist auch nice. Boah, das wird voll Gefängnis geil auf deinen Channel passen. Aber Polizeistation gibt's also. Thanks so, a lot. Bau doch eine Schule, schreibt Ballboy. Oh. Na, okay. Dann werden wir gehatet, weil wir dann vorher die Kinder schauen oder Leute schauen so rein. Oh, Zone kommt rein, perfekt, geil. Sie wollen so nach der Schule so ein Stream sind und wir bauen eine Schule. Leute, Schule gehen ist wichtig. Und NAD Pritz von du bist ein Ehrenmann. Du bist ein Ehrenmann, danke für deine Donation. Bist ein Ehemann, was? Ja, das ist ein Ehemann, auf jeden Fall. Aldi, ja, Aldi ist so ähnlich wie Lidl, aber Aldi könnte man auch mal bauen. Aber wie bauen wir ein Aldi im Gegensatz zu Lidl? Ein Autohaus. Stimmt, ein Autohaus mit Wegeschiff. Oder weißt du, was auch eine geile Idee wäre? Wir gehen dorthin, wo viele Autos stehen und bauen hier halt ein und dann halt ein Autohaus bauen. Ist auch eine nice Idee. Ein Stadion, stimmt auch. Steiermark, Jona. Ein Baumarkt. Ein Steirer. Ein Krankenhaus. Am Bauernmarkt. Am Bauernmarkt. Ein Standl. Ein Kirmes. Ein Breakdancer baut hier. Ja, bist du. Wir gehen auf die Kirmes in Fortnite. Das war nice. Ein Erdbeerlandbaumer. Aber Leute, wisst ihr, was ich geil finden würde? Wenn es in Fortnite eine Art Vergnügungspark geben würde. Das war no shit, ne? So ein Vergnügungspark mit so einem Riesenrad, was man halt auch abbauen könnte und so. Oder mit so einer Achterbahn, mit so Schienen, die du halt abbauen könntest. Also ich würde es voll feiern irgendwie. Also könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das finden würdet. Also ich würde auch voll abgehen. Wieder der absolute Kirmes-Free zu gesehen. Nicht so das Abwerben des Moderators ist nicht gestattet. Echt jetzt? Hat der Marius rein, das Abwerben ist nicht gestattet. Stimmt, Flughafen ist auch ein bestimmten Flughafen. Ah, apropos Marius, stimmt, ein Flughafen. Aber das wäre ein Megaprojekt. Das wäre riesig. Das Problem ist, du hast halt den Fortnite extremsten Zeitdruck, ne? Da ist halt voll schlimm, ja. Aber. Kino, stimmt, Kino. Kino ist einfach richtig geil umzusetzen, das hast du recht. Ein Kinosaal, das könnten wir uns auch mal noch ausdenken. So ein richtiges Kino, ja. Wo du vorne Popcorn haben kannst. Auch. Wir lassen unsere Fantasie heute freien Lauf. Wir sind hier die Bauexperten. Wir zeigen euch, wie ihr euch hier in McDonald's bauen könnt. Ja, heute gibt es mal einen Fischmeck. Ich würde mal sagen, wir bauen den McDonald's Alter, hier hin. Alter, die Zone ist perfekt. Let's go. Ja, ich weiß. Ich habe mal 600 Ressourcen, das reicht dir schon mal. Ja, ich habe 500. Oder sollen wir warten, bis die Zone 1 weiter reinkommt?
Ach, scheiß drauf, wir gehen ein Stückel vor. Ja, was jetzt? Ja, da so circa. Ach so, okay, ja gut. Dass man da ein bisschen verdeckt, dass wo er flach ist, weißt du? Hier ist mir ein bisschen da, wo viel, bei unserer letzten Location. Ja, warte mal, ich oh, bei mir im Chat schreibt einmal Casino. Stimmt, ein Casino. Das ist auch geil. Ein Wohnblock, oder weißt du, was auch geil wäre? So Ghetto. Einen richtig fetten Tower. So einen richtig fetten Tower müssten wir bauen. Aus Metall und Holz. Dann halt oben immer dann das andere Material weiter. Aber den, so einen richtig fetten Tower, der wirklich bis nach oben gereicht. Das wäre nice, aber das sieht man halt von oben sehr schnell. Das heißt, da haben wir die Möglichkeit sehr hoch, dass die abballern. Ein Parkplatz, war sehr aufwendig. Ja, ich finde Kirmes wäre was Nices. Oder eine Kirche. Ja, eine Kirche wäre auch nice. Aber Kirmes wäre echt was Nices. Aber wie gesagt, ich würde es cool finden, wenn sich Epic Games dann mal ein bisschen Gedanken macht. Ein bisschen mehr Sachen mit reinbringt in das Spiel. Zum Beispiel, wie gesagt, ein Vergnügungspark, wo du reingehen könntest. Also ich würde es so abfeiern, wenn es so ein Vergnügungspark geben würde. Ja, ich würde echt feiern. Bauernhof nee, hab ich mit schon Lama. Gesagt. Die drei goldenen Kuchen. Wir müssen Lama finden, das einzocken. Wir müssen, das ist Scherdinger, das ist mein Extra. Ja, super. So, ich würde sagen, wir fangen an da, oder? Jo. Ich habe alles, was ich brauche. Warte, wir müssen nur schauen. Ich kann da nichts platzieren, weil hier die Ding blöd ist. Wir müssen schauen, wo wir am besten halt, müssen wir halt so reinbauen in den Hang. Ja, machen wir halt mittig. Wird schon passen, wenn wir mittig gehen. So, wir müssen halt da die Dinger wegbauen. Das Brandenburger Tor. Stimmt eigentlich, wir könnten auch zum Beispiel so einen Eiffel Tower bauen. Thanks a lot. Oder der Schiefeturm von Pisa hat mir auch schon gehört. Der war auch fancy, aber das ist halt ein bisschen Engineering. Man könnte auch rund bauen, das ist ja auch nicht das Problem, aber es ist halt ein bisschen... Weißt du, was wir für dich mal für deinen Channel machen? Wir bauen einen Dosh. Dosh? Wirklich? Ja. Ein Hundi? Super. Wir bauen einen Dosh. Alter, ich kann da nichts platzieren. Es ist mir zu weit unten. Siehst du das auch? Kannst du da was platzieren? Also ich nicht. Ah, warte, da kann ich anfangen. Schau mal. Da fangen wir an so. Achso, du willst den Boden machen. Ich fange ja, aber ich will einen Boden machen. Das soll kein 0850 McDonald's hier sein. Das soll ein richtiger McDonald's sein. Da, Mäcki. Aber ich fange mal an. Ich würde sagen, wir machen da vorne die Parkplätze da. So, warte, jo. Dann machen wir hier den Eingang mal hin. Warte mal, ich baue mal fertig da. Hier machen wir einen Eingang. So, wie kennst, McDonald's hat oft diese Doppeleingänge. Das heißt, wir machen da so zwei. Perfekt. Dann machen wir hier eine Ding durch. So ein paar Fenster brauchen wir auch. So Bänke brauchen wir noch. Leute, wen ist das auch schon öfters passiert? Ich habe immer, wenn drücken stand, habe ich gezogen, gefühlt gegen die Türgrenze. Bam! Ich habe den Mäcki schon. Ich habe Mäcki schon das ein oder andere Mal um die spätere Uhrzeit besucht. Da kann das schon mal passieren, dass man ein bisschen ausarbeitet. Du, der ist ein bisschen zu klein. Wir müssen das ein bisschen weitermachen. Wir müssen da die Küche und alles runterbringen. Wie machst du das bitte? Das ist ja alles viel zu klein. Hau das mal ab hier. Wir wollen einen riesen McDonald's hier bauen, ja? So, da hinten kommt die Snooper Mäcki. So, da bauen wir hier. So, das passt dann so um die... Warte mal, ich mache mal einen McDrive. Warte mal. Da, ja, ist, der ein, da ist der Eingang theoretisch. Das heißt, da circa, wo du jetzt bist, haben wir die Küche. Ja, genau, da kommt der. Oh, das ist aber blöd, weil das da bergauf geht. Das ist am Ende, die sind. Das ist mal ein bisschen. Egal, das werden wir schon lösen. Wir müssen sonst den ein bisschen umbauen. Wir müssen dann da die Theke bauen, eigentlich. Nee, das machen wir schon. Dass wir da hinten die Küche haben. Oder wir machen zweistöckigen, weil das ist ein bisschen blöd. So wie am Jakob. Ja, machen wir einen zweistöckigen. Und it's not PvP, bräuchte ja 3 Euro raus. Hey Xion, it's money time. Dankeschön, lass mal regnen. Da unten machen wir einfach unser Lager. Lego. She stays so lucky. Everybody wants me. So. Ist ein bisschen dreckig hier, ne? Na, Lego. Wie das hier aussieht. So, ja, mach mal ein Dach drüber. Und wir müssen ja dieses. Das ist ein bisschen falsch, aber egal, wir machen ein Doppeldach. So, wir müssen ja da oben. Inwiefern falsch? Was hast du vor? Ja, weißt du, wir müssen ja da so das Dach so ein bisschen, weißt schon, so eine Ebene. Hä? Ach so, ja. Ja, das ist ja bei McDonald's so. Ich weiß, ja. Ja. Ich habe aber keinen Plan, wie man drum bauen kann, weil man kann irgendwie rumbauen um die Dinge. Ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Kannst du das? Also irgendwie, wie meinst du? Ach egal, warte mal. Ach so, ja, ich weiß schon, so. dass es nicht so... Ja. Hage, brüten Euro raus. Dankeschön, lieber Hage, für eine Donation. Hier für dich ein paar Materialien für McDonald's zu kaufen. Bist der beste Hund. Dankeschön, Hage.
Dankeschön. Und Krayum hau ich ja auch nochmal raus. Ich musste dich doppelt donaten. Weil Krayum ist auch immer dein Bruder. Ich wusste genau von euch. Bruder. Brother, the Brotherhood. So. Nein. Das so. Was? Ich fail. Was hast du gemacht? Nix. Ja, jetzt nicht fail bei McDonald's. Wir müssen noch einen Drive-In bauen. Ich mach grad so, die Verdachung. Du machst gerade die Verdachung, okay, alles klar. Das ist, ja ist gerade Fusch am Bau, was ich da gerade mache. Dann baue ich hier die Ding rein. Nochmal, oh, das ist falsch, so hier. Wir müssen ein bisschen improvisieren mit der Küche. Mal schauen, wie wir das am besten regeln. So, dann bauen wir hier die Ding rein, hier die Tresen. Also wenn da ein Mac Café darfst du nicht vergessen. Also wenn da jemand vorbeigeht, der wird sich fragen, was zum Teufel bauen die da? Und der Miguel Stucke, Bruder, war 2 Uhr 20. PTA Livestream, nee, mach ich nicht. Grüße gehen trotzdem raus, ja. Nee, so, mach ich nicht. Ja, warum soll ich? Jetzt machst du gerade vor. Machen wir hier die Küche. Ja, hast du gerade Ding geloadet? Nee, aber da schießt jemand. Aber der ist nicht bei uns hier. Der okay, weil ich brauche jetzt ein Drive-In, ja. Ja. Dann ist hier die Küche. Die Küche ist halt ein bisschen unter Ding hier. Warte mal so. Haben wir hier ich baue da so ein bisschen das Dach, so ein bisschen fancy, aber das macht nichts. Weil das nehmen wir einfach so als Lüftungsding, so als Lüftungsablauf. Da kommt halt dieses Ding hier durch, da kannst du das Essen durchgeben. Hier ist die Wand, dann bauen wir hier hinten Toiletten und so hin. Ist schon ein bisschen der kleinere McDonald's, aber es ist schon okay. Ach, das ist nicht klein. Noch... Nein. So. Ist aber schon ein schöner Mackie hier. Ich meine, ist jetzt nicht der perfekte, aber da hinten können wir einen Lagerraum bauen. Da kommst du in dieses kleine Lager. Wir werden immer besser im Engineering. Schau mal. Außenfassade ist ja schon mal sexy as hell. Sexy as hell. So. Nicht nur darauf. Aber warte mal, ich mache hier so. Kriegt sich das aus hier? Oder haut man sich da. Nee, geil, man kaut sich nicht den Kopf an. Da so. Ist der Eingang. Warte mal, wo man den Eingang hin verpflanzt. Ah, da. Ganz unten, ne? So. World Trade Center hat jemand reingeschrieben. Das ist so. Irgendwie assi, aber möglich wär's. Wir haben 2-stöckigen McDonald's hier gerade am Bauen. Da drüben aus der Louis. Louis, dankeschön für deine 2€ Donation. Louis, wir bauen Apo Reds Range Rover. So, warte mal, wir werden es so machen. Schau mal. Dass man hier nichts von diesem Ding hier sieht. Schau. Zack. Dann können wir das hier so machen. Und der Hunter 200, 600, 7 bringt ja 2€. Geht's gleich durch, was du mir geschrieben hast. Von außen sieht er schon ziemlich schnieke aus, kann man sagen. Von innen also auch, wirklich. Aber da haben wir genug Dinge hier. Jetzt müssen wir hier noch irgendwo eine Toilette bauen. Ich würde sagen, die bauen warte mal, wo warte mal, wenn ich. Bei unserem Mac ist es, wenn man da reinkommt. Die ist da hinten, da wo du jetzt bist. Ja, die ist da hinten, ja. Schau mal, wir bauen die da. Da muss halt kacken gehen. Warte, ich kann da sogar. Kann man Jumper also die Zone bauen? Ist perfekt, aber jetzt kommen sie dann schon langsam zu uns, gell? Ja, wir werden sie willkommen heißen. Ja? Die werden da im Westen schießen und die werden zu uns da reinpushen. Ja, ich die werden richtig mad sein. Ich baue hier mal diese Tische, BZW-Stühle ja. Hin. So. So, machst du auch oder mach du mal den hier fertig? So, wenn wir hier reingehen. Die werden sich denken, was bauen die da? Das ist falsch, aber okay. Achso, eine Reihe höher. Soll eine, das soll eins höher sein, ja. Genau. Alles klar, habe ich schon. Alles so. Kann easy. Hier ist die Toilette. Was können wir hier bauen? Hier ist dann auch noch was zum Hinsetzen. Das ist auch so ein Hinsetzplatz. Schade, dass wir so die Möbel nicht richtig platzieren können. Das ist der billige Platz in meinem Scheißhäusl. So, Brün raus, der Louis MTB nochmal 1€ Donation. Dankeschön. 1€ Donation. Da hinten haben wir gesagt, ist die Kuchen. Da haben wir den Drive-In. Wir müssen aber raus den Drive-In noch fertig bauen. Schon mal von außen, wie es aussieht. So, da ist der Eingang. Wir sind nur die letzten 12, ne? Alter, der sieht blöd. Schau mal, da sind welche am 285 wieder rein. Sollte doch da sein. Wir haben den besten Macs hier gebaut. Guckt euch das mal an hier. Der ist aber riesig, ne? Hinten könnten wir mal Parkplatz bauen. Ich finde, das Dach ist mir nicht so schlecht gelungen. Ich hab's. Ja, ich will mal zum Drive-In. Warte mal, hier ist Drive-In. Warte, ich komm dich abholen. Wir bräuchten hier noch so eine. Warte, schau mal. So da. Eine Mauer, weißt du, dass wir wissen, wo der Drive-In ist. Ja, willkommen bei Ihrem McDonald's. Ja. Kannst du mir ein bisschen Feuerschutz geben? Falls ich hätte gern kommt? Bitte eine 60er Chicken Nuggets mit Pommes. Ich noch raus, oder Swatch. Entschuldigung, Swatch heißt du. Immer noch Swatch zu dir. Kommt da jemand zu mir? Oh, ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall unter den letzten 9, Digga. Wir sind. So, da ist dann die Einfahrt. So, da bauen wir hier das Gerät hin. Das Gerät, warte mal. Schau mal, und hier, das Jump-Pad hier soll diese
das soll hier sagen, sagen wir mal, die Ding sein, die Bestellaufnahme. So, dann bauen wir hier noch das Türchen hier drüber. Man kennt's, ne? Also hier fahren wir dann rein. Perfekt. Sieht richtig nice aus. Wir haben sogar ein Drive-In gebaut. Hast du einen Wagen dabei? Das Wägelchen? Wagen habe ich leider keinen. Aber warte mal, ich komme dich kurz beim Drive-In besuchen. Schau mal, wir können dann da fahren. Kommen Sie mal was kurz zum Drive-In. Hallo. Kann man da. Alter, wie geil. Ist das geil? Hast du gerade da Mäki-Rutschen baut? Wo ist die Mäki-Rutschen? Ich kann Mäki-Rutschen. Ich gucke gleich die Donation durch, Alter, sieht das nice aus. So. McDonald's hat angerufen, also, deine Mutter ist in der Rutsche stecken geblieben. Genau. Also, man fährt hier durch. Hier warte. Ist Drive-In-Schalter. Hallo, Mike. Willkommen ich bei McDonald's. Bei uns steht Qualität an unterster Schublade. Was wollen Sie? Und weißt du, was das Geile ist? Ich habe sogar hier das Ding gebaut, wo du rausgehen kannst zu den Leuten, wenn du das Essen zu spät hast. Das weißt ist, du kannst dich ja so rechts ja, hinstellen. Das ist die Matt-Tür. Das ist die Matt-Tür dann. Die pure Matt-Tür. Das weiß ich mal. Dann hier kannst du dann hier um die Ecke fahren. Warte, ich hau dir noch einen Baum ab. Alter, wir haben einen richtig fetten Meckes gebaut gerade. Hast du oben schon im zweiten Stockwerk die Möbel hingeschmissen? Nope. Müssen wir auch noch machen. Ich brauche hier noch die Ecke. Wir haben noch immer keinen Gastgarten, by the way. Alter, wir sind unter den letzten 8 und wir bauen hier einfach McDonald's, weißt du? So geil. So muss man das machen. Uns juckt uns einfach absolut nicht. So ist es. So. We don't give a shit, boys. Hier ist die Ausfahrt, wobei ich hätte sie so bauen können. Achtung, Ausfahrt. Wir sind theoretisch schon unter, wir sind schon unter den letzten 8. Ja, ich tue nur ein bisschen verfeinern hier. Wie geil wäre es, wenn die Zone reinkommt und die Leute zu unserem Mackie rein? Ja, cool. Zone kommt rein zu uns. So. Ah, wie geil. Also mehr Zonenlack kann man echt. Das war von mir die geilste Idee, dass wir darüber gegangen sind. Holy. So, warte mal. No homo. Warte mal, ich muss hier mal was bauen. So. Leute, jetzt passt mal auf, wir bauen hier noch was hin. Inneneinrichtung oben. Hammer? Ich hab sogar dieses im Drive-In dieses Dach hier gebaut. So, und da oben machen wir auch nochmal so. Ah! Ey, da kommt einer! Wo ist der? Ah! Keine Ahnung, warte, ich muss hier rein. Ich finde das ein Mäcki aus. Ey. Hilfe. Komm rein in Mäcki. Die kommen von oben. Die zerstören unseren Mäcki. Schau, wie matt die sind. Unser McDonald's hier! Alter, sind die matt! haben die keinen Sinn für Humor? Nein, ne? Wir haben McDonald's gebaut! Vor allem die haben unseren Mackey hingemacht! Die hätten einfach durch die Tür gehen können! Das waren sicher Hater. Schau dir die an, wie die schwitzen. Die haten, weil wir einen richtig schönen McDonald's gebaut. Die zerstören ihn jetzt auch noch! Ja, weil sie vielleicht denken, weiß nicht jemand. Schau mal, die verwenden jetzt unser schönen. Das ist kein Jumpet hier, das ist das Bestellungsformular-Ding hier. Die haben doch gesehen, das war McDonald's. Das finde ich gerade absolut unkorrekt. Ich glaube, wir sollten echt mal den McDonald's ausbauen. Aber wir bräuchten so ein Wägelchen. So, aber wir haben es auf Aufnahme. So, wer hat denn hier alles donated? Muss ich mal durchgehen hier. So, ich gehe erstmal hier die Ding durch, weil da so viele rein donated haben. Süßer Hund, kannst du mich grüßen? Der Hunter 200607. Ich grüße den Hunter 200607. Dankeschön für deine 2 Euro Donation. Der Louis MTB hat 2 Euro donated. Dankeschön, lieber Louis. Dann nochmal von Louis MTB 1 Euro Donation. Vielen Dank nochmal, Louis. Und der Hunter 200607 auch nochmal eine Eurone. Dankeschön. Und jetzt gehen wir nochmal die anderen hier durch. Nämlich, Hagen habe ich schon gelesen. Wobei. Ja, genau, hier für dich wegen McDonald's, was sie gebaut haben. Dankeschön. Und der Swatch hat hier vorhin 1 Euro donated. Hey, ich war heute in der Stadt, habe ich gerade Sexion-Fans gesehen. Was? Eine Hauswand voll deinem Logo? Was? Hatte mein Handy was? Leider nicht dabei und konnte es fotografieren. Das hatte es erstmal mit meinen Spenden. Mein Taschengeld ist alle. Da, was? Spaß beim Hausaufgaben machen. Voll gemacht mit meinem Logo oder was? Aber danke, Swatch, für 1 Euro Donation. Dann der NXT Time DZ Embry 250 raus. Viel Spaß damit. Vielen Dank, lieber NXT. Tim DZL, was ist das Name? Und dann prüft hier nochmal raus, können wir mal TS. Ich habe Discord, ich habe ja kein TS. Du kannst mal auf dem Discord vorbeigucken. Sehr gerne, danke für deine Euro Donation. Und der Christian Shells prüft hier nochmal 2 Euro aus. Dankeschön, lieber Christian. Komm, lass mal hier die Scheinchen regnen. Weiter geht's, Leute.
owns me. Aber der Mackey war schon mega Premium gerade. Der war schon geil. Der war richtig fett. Wir hätten jetzt noch einen Drive-In gebraucht und ein paar. Ja, aber da hat gerade alles mitgespielt. Du musst es laufen. Ja, da ist die Zone nämlich richtig reingekommen. Ja, by the way, hast du Army-Server? Ja, habe ich. Deshalb, okay. Man merkt es, da sind der Schwitzen sich so extrem. Wobei der oben dann reingeschwitzt ist. Ja, das ist halt perfekt zum Bauen. Sweaty. Wenn ihr bauen wollt, Army-Server geht, da schwitzen sie diese Ding hier. Das war gerade aber wieder richtig sweaty. Luxus-Apartment. Das war auch was, ne? Hikes, du bist der Best of, Dankeschön. Oh, Dankeschön. Du hast da eine Tonne Leckerlis verdient, auch nee. Dann geht der Hund aber ganz schön auf. Aber ich wäre wirklich mal dafür, dass man einen Hund bauen. So geht er dann auf, guck mal. Nach 1000, eine Tonne Leckerlis hier. Ich würde sagen, es ist Zeit für Disco, oder? Zeit für Disco? It's time for Disco! Ich mach Basketball. Und weiter geht die Fahrt. Wo steigen wir ab? Ich würde sagen, wir steigen direkt Greasy Groove ab. Wir wollen zum echten McDonald's rüber. Wir haben Fat Mackie gebaut. Da holen wir uns auf jeden Fall die Buletten ab. Wir klauen die ja dort. Die Bulettchen. Oder wir holen uns ein Wegelchen und machen das ein bisschen Info. Da holen wir jetzt aber einen Big Mac. Ja. Ich hatte heute, by the way, einen Big Mac, ja. Oh. Beste. Und ich denke mir gerade so. Beste. Ich war der Danke, Sebi. Twitch Prime Skin, alles klar. Hundertprozentig warst du das. Burger King, KFC oder dein Haus oder dein Logo. Genau, ich baue mein Haus nach. Ich habe damals in Minecraft, also auf Minecraft gespielt, habe ich damals mein Haus nachgebaut. Stimmt, ja. Das ist sogar sau fancy gemacht. Ich weiß, ja, das sah echt. Dann habe ich meins nachgebaut und einfach viel zu überschätzt. Was, kannst du noch erinnern? Ich habe meins viel zu groß gebaut. Oh, du Armer. Du machst den Hundeoutfit. Ja, das ist so voll schwer so. Weil, wenn man wirklich da wohnt, so, dann wirkt es groß, aber so in Minecraft-Form ist es dann wieder doch nicht so groß. Ich weiß, das ist auch schwer umzusetzen. Weil der Block. Man verschätzt sich da voll schnell, weil man was wirklich so. Denkt man sich so, boah, voll großes Wohnzimmer und in Minecraft ist es dann halt so voll klein, da verschätzt man sich easy. Ja, musst du einfach den POV hochdrehen. Also diese, mir geht's gut, dankeschön. Ding Optik halt. So, geh mal da rein. Das sind wir jetzt beim echten. Abrennens Fastel, du hörst du. McDonald's, can Tracky Fried Chicken oder Pizza hat. Und Leute, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von solchen geilen Aktionen, einfach abonnieren, die Glocke aktivieren. Nichts. Warte, ich habe einen Schildtrank für dich. Da wieder Hashtag Ehrenmann. Hashtag LikeUp würde ich sagen für den Schildtrank. Da, schau. Dankeschön. Dann hätte ich auch selber saufen können, gell? Butter ist Schwirrballer. Aber schau mal hier, das wäre eigentlich so richtig perfekt, so, weißt du? Da bräuchte man eigentlich gar nicht viel bauen, aber wir könnten den sogar ein bisschen ausbauen. Die Zone kommt nicht rein. Schau mal, wo die Zone ist. Es macht einfach so viel Fun, weißt du? Wir spielen da einfach gerade mit einem anderen Ziel, so. Weil wenn man normal Fortnite spielt, immer so schwitzen und Sieg holen und so. Und jetzt ist einfach so, nobody cares und wir spielen einfach auf Ding. Voll lustig. Hunter, 200, 206 oder was? Wie du halt geheißen hast gerade, lieber Hunter. Ich nenne dich lieber Hunter. Muss ich ja nicht mal die Zahl sagen, ne? Hunter, Grüße gehen raus hier von mir. Ich finde das Gefühl irgendwie geil, einfach so auf nicht so auf Sieg immer zu schwitzen. Das ist immer eine geile Abwechslung. Das Lustige ist, dass wir am Ende immer relativ lange überleben und ich finde es dann lustig, wenn Leute reinkommen, stürmen. Theoretisch, wir müssten mal so ein richtiges Fallenhaus bauen, weißt du, wo du. Oh, geil. So ein Geisterhaus. Oh. Oder ein Geisterhaus, ja. Oder so ein richtiges Labyrinth, wo keiner mehr eine Ahnung hat, wo du bist. Das wäre auch nice. Ja, dann machst du aber irgendwie so komische Geräusche die ganze Zeit. So machst du Nachladen und so. Oh ja. Die Nachladegeräusche. Und dann rennen sie herum und dann piekst du auf einmal um die Ecke raus und dann kaboom. Dann hast du Popcorn. Und, warte mal. Getno, 2,39 Cent raus mit deinen neuen. Hast du diese Emote schon? Nein. Jetzt habe ich so ein Spook-Emote. Wenn man da, das Leute, absolut überall, damit weiß, wo der Unili war, immer ein O damit hinterlassen. Weiß, wo der Unili war. Ich mach einen Pfeil. Für mich. Kickbait, ja, ich hab's schon der immer gewusst. Ach schau, ich bin schon wieder. Ich bin immer der Kickbait-Pfeil, wenn wir spielen. Und der hat Christian das, was Chalice, bitte mal, ich grüße den Christian Chalice. Nee, Chalice, nicht Chalice, oh mein Gott. Christian Chalice. Ich glaube, er gibt Christian jetzt absolut Chalice. Eine Schelle.
Jetzt krieg ich eine Schelle von dir, ne, Christian? Grüße gehen raus an dich. Christian Schelle. Christian Schelle. Hallo, mein Name ist Marcel Davis. Der Marcel Davis, bester Mann. So. Die Leute wollen, dass ich einen Puff baue, aber ich glaube nicht, dass das so werbefreundlich ist, ja? Hashtag Werbefreund. Ich glaube, da kommt YouTube und haut mir erstmal einen auf die Fresse. Ich dürfte, ich bin kein YouTube-Partner. Was? Du hast mir da. Okay, meine Freundin wird mir da Vorstand reinhauen. Ist aber, glaube ich, auch nicht so der Inhalt, den ich hier bringen möchte, um ehrlich zu sein. Ich baue einen Buff und der Kurt schaut mir zu. Okay, perfekt. Hashtag werbefreundlich. Das ist dann werbefreundlich, natürlich. Ey, machst du das? Sei ehrlich. Hallo, machst du das? Machst du das? Ey, da schießt jemand auf uns. Bist so ein Idiot. Bist du ein blöder Troll, wirklich? Alexa999, der Job rückt auch raus. Grüße aus der Steiermark! Steirer Bursan, very good. Very, very good, Frau Hollywood. Bitte. Bitte. Bitte, Andi, bitte. So langsam reicht's aber, gell? Hey, das war meine. Ich hab sonst nichts auf, Dankeschön, außer dir. Ich hab sonst, das war meine. Ich glaub, ja, das war meine. Das war meine. Die Leute, wir bauen aber echt mal Ikea. Im Viererteam werden wir mal Ikea bauen. Das ist eine gute Idee. Wir werden auf jeden Fall ein Ikea bauen. Also, das ist eine gute Idee. Wir werden Alter, Ikea machen wir sowas von. Weißt du, was cool wäre, wenn man Möbel bauen könnte in Fortnite, wo du dich hinsetzen kannst und dann kriegst du HP dafür. Dass du dich ausruhst, verstehst du? Dann kriegst du HP dafür. Erstmal so eine Bettabteilung. Ja, so wie ein Lagerfeuer halt. Halt nur als Sitz oder so. Wir verkaufen dann halt Trashcan. Wir müssten theoretisch ein Möbelhaus über normale Häuser bauen, weil das sind ja Möbel inkludiert. Ja, stimmt schon, aber müssen wir schauen, ob wir das schaffen. Ja, es ist halt schwer, aber wie gesagt, da machen wir halt so eine Vierergruppe. Wo dann nach 5 Minuten der Flo kommt, ciao, muss auf. 5 Minuten, ciao, muss auf. Ja, auf da wohnt er auch in Graz, Grüße gehen raus. Oh, hallo. Schau, was ich hier weggeflackt habe. Die ganze Grazer Partie, du hörst du. Hey! Das war gerade nicht nett. Oh, da gibt's eine goldene Scar. Was kosten die? 500 Stahl. Ich kann mich noch erinnern, bei dir im Zimmer, das Schild, Halt's Maul, bin voll nett. Halt's Maul, bin voll nett, ja. Gesundheit! Gesundheit! Genau so hört sich's in meinem Studio an, ja? Irgendwann bessere ich das aus, Halt's Maul, ich bin voll nett. Ein M einfach dazu. Hey! Schau, was ich alles wächst, nie. Hey! Ey, das sneakst du mir aber nicht weg. Nein. Hallo. Stehen bleiben, ich will mich reinsetzen. Oder soll ich fahren? Komm, ich fahr. Der Hund fährt, komm, setzen Sie sich rein. Eine Hundehütte könnte man aufbauen, natürlich. Why not eine Hundehütte? Also, kann man eigentlich mit dem Ding? Kann man mit dem Ding, ich wollte gerade. Ah! Ja, so nicht. Ja, so nicht, ne? Ja, komm her, du. Guck mal, da auf der. Ja, komm, yo. Ayo. Hui. Ah! Was geht? Also! Das Regenschirm bleibt unten. Ah, nee, das wollte ich aber nicht jetzt. Komm, wir fahren mit dem Einkaufswagen rum, okay? Kann ich da jetzt überhaupt drauf? Die Sache ist, ich kann da drauf. Das packt sich ja voll rum. Scheiße. Ach, nee. Nee, es geht. Ach, nee, komm schlecht rein. Ich schwöre, das hat bei mir gerade so geil ausgeschaut. Oh mein Gott, ich kann. Ja, bei mir auch. Bei mir war es gerade gleich schön. Ich hab grad bei mir eine Like-Nuke. Ich hör nix. Es ist so dunkel da, ich hör nix. Bau eine Rampe vor uns dann da vorne, okay? Bau sie einfach, bau. Du bist so toll, weißt du das? Du bist der beste Baumeister, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Super. Wir müssen laufen. Run. Ach, echt? Ich glaube, auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Run, Forest, run. Hast du Verbände oder so? Na, aber Jetpack. Alter, was ist jetzt bitte? Ach, schau, Jetpack. Ich dachte schon, warte. Ah ja, doch, ich habe Verbände. Ich weiß es noch nicht. Das ist so geil, was du hast. Das Geile ist ja Freifall. Das heißt, wenn wir McDonald's, können wir den richtig schön verfallen. Verfallen, verstehst du? Gibst du mir vielleicht ein paar Verbände? Ich schau mal, wie weit weg die Zone ist. Ich habe für Fortnite tatsächlich 10 Euro ausgegeben.
Du? Ja. Du? Battle Pass. Also. Der Battle Pass. Ich bin ein richtiger Sparfox. Statt Officer Fox nenne ich mich jetzt Sparfox. Hallo Officer Fox. Hallo Officer Fox. Sparfox nämlich. Der Sparfuchs. Er muss Sparfox. Der hatte nochmal so einen Fuchs als Logo irgendwo. Schwebeschall oder was? Oder wie heißen die? Keine Ahnung, Pokodomäne. Kenn ich nicht. Eine Bank gibt's auf jeden Fall. So nee, wie heißt das? Das so eine Dachfirma war das. Ah, stimmt. Da hat immer so ein Fuchs geredet. Ja, irgendwas mit Dach. Und jetzt alle meine Sparfox in den Chat. Sparfox. Macht heute McDonald's? Ja, machen wir. Wir haben heute Wir haben heute schon Maggie. Zurückspulen. Ja, einfach zurückspulen. Nee, aber wir bauen heute noch einen. Ich will jetzt mal McDonald's bauen, der richtig assi ist. Wo Leute reingehen und dann richtig mal auf die Pelle kriegen. Ich habe 3 Fallen dabei. Weil die das wissen wollen, ja. 3 Fallen. Du bist ja selber, weil das so. Aus unserer Werbung. Ja. 100 Watt. Der eine mit diesem Syndrom da. Ja. Aus unserer Werbung. Bau eine Schnitzelbude, super. Super Idee. Hattest du das nicht auch mal Sample drin? Das ist aus unserer Werbung. Nee, da hat er viel drin. Doch, in einem Video. Irgendwas eingespielt. Nee, ich kenn's ja von dir und ich habe mich immer gefragt, woher du das hast. Ach so, keine Ahnung. Und dann, wie hieß das Video nochmal schnell? Der innere Kobold. Der innere Kobold, ja. Ja, so hieß das Video. Jetzt habe ich safe von dir. Alles, was mit Scheiße zu tun hat, habe ich von dir immer. Und so Bullshit aus dem Internet. Du bist so richtig die YouTube-Kacke. Der Vermittler. Nicht das? Ja, du schaust immer diese ganzen Cringe-Clips ein und dann hast du immer diese... Ach so, ja, ich bin eine absolute YouTube-Kacke-Angucker. Wann zeigst das war jetzt nicht gemeint, dass du YouTube-Kacke bist, sondern du schaust es halt immer an. Einer schreibt hier, wann zeigst du dein warmes Gesicht statt wahres. Hey, da ist jemand! Oh mein Gott! Na, echt! Oh. Ich dachte, das du da hinten. Selber Skin, Alter. Alter. Schwede. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's bei Netto. Ich hab den... Alter, so erschrocken. Ja, die hat noch voll live, Alter. Und ich geh da rein, weißt du, ich denk, wenn nichts auf einmal kommen die da. Es war gerade echt. Hatte den Fuchs. Er hat gerade so einen Lack gehabt, nämlich. Also, das liegt sicher an dem Ping vom amerikanischen Server. Ja, ich würde auch sagen. Weil ich war on point, ich habe ihn andrückt, nur. Ich habe geschossen, er hat die Wand gesetzt und der Schuss ist in die Wand gegangen. Das war. Wow. Hä? Hey, komm ich da wieder runter? Ah ja, da, danke schön. Let's get started in here. Ich konzentriere mich ja heute auch gar nicht irgendwie aufs Game. Let's get started in here. Getting started in here. Let's get started in here. Bist du bekannt? Bitte halt uns einfach einmal in Raum. Bitte. So, jetzt krieg ich noch einen Schüttelfrost. Was, du kriegst einen Schüttelfrost? Jo. Also für den Schüttelfrost einfach ein Abo und eine Glocke da lassen. Wir gehen auf 200.000 Abos zu. Unterstützt mich komplett kostenlos. Lasst einen Like da hier. Einfach absolut, like Leute. Da. Lasst bei ihm mein Abo da, ne? Auf jeden Fall natürlich, ne? Wäre super nice. Unterstützt ihn auf dem Weg zu den 200.000. Bei Roller, nicht bei Netto. Ey, dann geh doch zu Netto. Dann geh doch zu Netto. Ich glaube, am besten ist wirklich, wenn wir wieder Wailing Woods. Also jetzt ist scheiße. Geh mal Moisty Meyer. Weil da hast du diese... Das bitte. Da hast du diese... Bäume, ja. Was dir die Sau viel geben. Ja, stimmt, Digga, hast recht. Die Sumpfbäume, Waller. Ich schwör, Sumpfbäume geben gut Holz. Idee, hast recht, da geh mal hin. Der hat viel Holz vor der Hütte. Alter! Alles klar. Ich mach gern an Rainer. Ich mach gleich hier einen Radau, das hat die Welt noch nicht gesehen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Oh, wie heißt das Lied nochmal? Ich weiß nicht mehr. Von Xavier and I Do. Oh ja, genau. Xavier Idu. Auf jeden Fall so heißt ja. Es geht dann so. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Okay. Du machst keinen Film, du Affe!
Siehst du, brauchst nicht einmal filmen, du Affe. Okay. Das war gerade cringe, ja, du, ne? Dass ich das jetzt weiß, das war gerade echt cringy. Übelst cringy. So, wir gehen runter, Musty Meyer! Du stehst hier immer noch auf meinem Grundstück, du Arsch! In Risky gibt's ein Mini-McDonalds, echt jetzt? Hab ich noch nie gesehen, irgendwie. Da gibt's einen McDonalds, sagt er, einen Risky. Seit wie lang kennst du Xyon schon? Zu lange. Fünf Jahre circa. Uff. Ja. Fünf Jahre natürlich. Zähl einfach 5 plus 10 zusammen. Echt? 15 Jahre schon? Warte mal. Du bist 21, ich bin 20. Volksschule beginnt mit 6 Jahren, 14 Jahre. Ja. Das ist 14 Jahre, ja. Wie habe ich so lange mit dir ausgehalten? Ich weiß es auch nicht. Ich habe keinen Plan. Dieselbe Frage stelle ich mir jeden Abend. Da ist jemand. Ach echt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Deshalb bin ich da nicht reingegangen, weil ich die gesehen habe vorhin. Ja, weißt du, ich hab... Hättest du was gesagt? Hättest du jetzt gesagt, wie ich mitkommen? Schau mal, jetzt hast du den Salat da drüben. Ich hab da richtig gerade einen Kohlsalat. Den Kugelsalat, da oben ist einer. Hast du eine Waffe? Ich hab ein Waffeleisen, aber ich hab keine Waffe. Also ich hab nur Muni. Hä? Muni leer! Snowskinner, der kann nicht schießen! Ich hab ihn! Er finisht mich nicht! Hey, nicht finishen, hallo! Ich hab Snowskinner geraped. Das tut echt weh. Ah! Weh. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Wenn das vom Snowskinner, weißt du, wie schlecht der war? Siehst du, wie der spielt? Ja! Ja! Aber er hat mir gerade den Schrotthit gedrückt. Weißt du, was ich hatte? Ich hatte eine graue Pistole, ne? Ja, ich hatte ein Jagdgewehr, ja moin. Ich triff zwar, aber der hatte 100er Schild drin. Weißt du, wie lange ich jetzt gebraucht hätte, wenn der mit der Schrotze rumrennt? Grüße gehen raus. Bist du aus Bayern? Nein, aus Österreich. Bin neu, wie geht's? Sehr gut. Wäre so super, wenn sie hier was durchgeben können. Die geben sie ein Abo und die Glocke da lassen für besseres Gaming. Nee, ohne Witz, wir mussten sie jetzt echt ein bisschen full anstrengen hier. Ja, wir müssen jetzt echt einmal. Ich nehme das Spiel gerade absolut nicht. Weißt du, wie ich da chill im Sessel? Kennst du das, wenn du dich so zurücklehnst so und da einfach die Bude rausstreckst vorne? Die hängt einfach so am Tisch oben und so zockst du. Ja? Ja. So sieht das bei mir gerade aus. Aber ich habe den einen, habe ich mit dem Revolver drückt, aber sowas von. Ja. Ja. No homo. By the way, wer sich gerade gefragt hat, wer das war mit dem Kaffee-Fool, da kam gerade jemand rein in mein Zimmer und meinte. Und danke, dass du jetzt cool bist. Gibt es Sniper? Schau mal, ich geb dir One-Shot. Hoppala. Da sieht man mal meinen Aim, Alter. Da sieht man mal meinen Aim, den ich hab. Ja, da 360. Den Nuller-Aim. Nee, komm, das ist aber echt schlecht. So, ich streng mich jetzt ein bisschen mehr an. Die 50er Prezi hab ich. Come on. Wo gehen wir jetzt hin? Christian, Shell schreibt. Wieder Moisty over. Ich muss dich zeigen. Moisty, oder? Ich zeig mich nicht. Ja, genau. Was, du zeichnest dich? Nein, ich zeige dich. Nee, weißt du was, wir gehen zuerst da rein. Wir gehen da rein, ins Gefängnis. Dann gehen wir mal Loot holen. Und dann gehen wir rüber, verstehst du? Verstehst du? Verstehst du mich? Was hab ich dir getan? Ich weiß auch nicht, aber... Glaubst du, haben die dort im Gefängnis verbinden? Haben die da verbinden? Ja, natürlich, versuch. Magst du mir aufhelfen? Bitte? Oh, Menno. Oh, das wäre jetzt gerade so ein Moment gewesen, wo du am Boden gegangen bist. Oh, Menno. Hat jemand von euch verbinden? Ich brauch verbinden. Oh, Menno. Kann mir bitte einer aufheben? Noch ein Menno. Wie man liegen lassen haben bei Loot Lake. Er tut mir bis heute leid. Mann, ich will mit dem wieder mal zocken, ohne Witz. Dito, ich auch. Will ich auch mal wieder, wenn ich wüsste, wer das war. Aber ich weiß bis heute. Damals war ich so voll. Ja, moin. Du warst eher genervt, ne? Du dachtest so, Alter, kein Bock. Aber ich hatte meinen Fun, Alter. Ich hatte meinen Fun. Finish! Oh, der ist mir weg. Der ist mir entkommen, der Sack. Der ist mir weggelaufen. Wie du gleich direkt finisht wieder. Ja, ich finish direkt jetzt. Seitdem jeder finisht in diesem Spiel, mache ich das jetzt auch so. Ich muss das leider machen. Recht hast du. Ich weiß, ich hab immer recht. Merkt ihr das?
Hey, da hat jemand, hast du es gehört? Da hat jemand C4 ja, geschmast. Ja. Ja, nee, also das ist C4. So irgendeine Ländiger war das. Hast du das Verbände? Der hat ganz sicher Verbände. Ich würde nur gern wissen, wo der sich herumtreibt. Boah! Digga! What? Ich glaube, er hat ja zugesehen. So. What? Der war da drin und hat gerade für das. Alter, mir ist gerade. Hey! Hab ihn. Mann, immer mein Kill holen! Boah, mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht. Oh, das wollte ich nicht, sorry. Holy, aber das warst nicht du mit den Sprengsätzen, ne? Nein, ich bin reingegangen und da habe ich die drin gesitzt. Weil gesehen, du gesagt hast, das tut mir aber leid. Der hat die Sprengsätze da drin gehabt. Nee, es tut mir leid für ihn. Weil er sich da so einen super tollen Plan gemacht hat. Heilige Scheiße. Ich glaube, der hat sich mehr erschrocken von sich selbst, als ich mich. Ich bin überhaupt nicht erschrocken. Komm, steigen Sie ein. Komm, steigst du nicht ein? So, direkt. Wenn ich mich mal anstrenge, geht's ja wieder. Direkt zwei Kills, schau mal, easy. Wir könnten ja mal einen McDonald's bauen. Schon wieder. An Mäcke. Schaut halt, wir verkaufen da extra Sprungtränke von Mäcke. Hast du dich gerade draufgebackt? Durch mich? Nein. Was tust du mit unserem Wagerl? Schau, wo das liegt. Das liegt unten. Also ich nehme nur das vorne, das mit hier. Das sieht ganz korall aus. So, ein blaues. Ich mach blau. So. Darf ich mit? Nein. Warte mal. Ja, gut, dann steige ich aus. Dann hab ich keinen Bock auf das. Geh mal rüber, die Bäume abbauen, ja. Hab ich den mit, oder? Mit dem Wagen. Da ist jemand. Natascha! Warte! Hab ihn. Ich hab mir abgelenkt. Alter, der war gerade ein No-Burst, ah, alles klar. Hast du Verbände? Sorry, ne, aber ich bin schon wieder fast down. Oh, nee, du hast eigentlich eh noch ganz stabil. Ich bin doch ganz stabil, das ist nicht. McDonald's all the way, Gangster. Der Gamer, 207 Euro aus besser YouTuber, dankeschön. Grüße an unseren Gamer 207. Lonely everybody on speed. Ich gönn mir da mal schnell Ding, ja, ne. Ah, alles klar, fallen. So, wir könnten nochmal einen Almhitten bauen, so oben am Berg. Ah, Almhitten. Ein Almrausch. Ey, ein Almrausch. Ein Bullwerk bauen wir mal. Ein Bullwerk, ja, sicher. Das gibt's ja schon eine Diskothek hier. Das ist schon. Ist leider schon so im Spiel, im Begriff, verstehst du? Wo ist denn. Ein Bullwerk bauen wir aber mal safe. Ich 45 da bauen? Der ist ja noch fetter als der andere und da gibt es 45. Warte, wo haben wir unser Wagerl? Da nehme ich lieber die Paletten hier mit, die geben mehr, anscheinend. Magst du Burger King? Yo. Ja, aber Mac ist besser. Ab am Burger King, ganz selten. Bist du oft Burger King? Nee, aber Schandl geht oft Burger King. Also sie will oft lieber als McDonald's und dann gehst du halt mal. Aber ganz ehrlich, ich mag Burger King auch nicht so. Das Einzige, was gut ist, sind die Burger, aber... Ich weiß nicht, das ist nicht schlecht, aber... Keine Ahnung, für mich ist einfach so Standard, so eingebürgert Mäcki. Mäcki. Alter, geh mal Mäcki. Das ist aber echt so irgendwie. Keine Ahnung, wann ich den nächsten Stream mache. Community Stream. In 5 Jahren vielleicht mal, ne? So. Wenn's mal hinkommt bei dir. Ganz realistisch so. Oh, da ist eine Kiste! Kisten! Ich mag ja Kisten! Oben sie einen Deckel? Ja, ich hab einen Deckel. Hey. Warte mal, schau mal die Zone an. Ist ja nicht schön hier. So. Der Erik Rein ballert hier 349 aus dem Fenster. Eine Spende mit Verbände. Eine Spende mit Verbände, das ist super. Dankeschön, lieber. Lama, Lama. Da ist echt mein Lama da vorne. Leute, wir haben Lama. Lama! Warte, ich komm in Wagerl, ich nehm's mit. Ich hab jetzt Disco. Bei Lama Disco, Disco, Disco. Nee, ich sehe das Scheißviech, warte, komm schon. 100%iges Lama erfunden in Fortnite. Jetzt haben wir genug Loot, weißt du? Jetzt können wir genug zum Bauen verwenden. What? Ich komm. Lama, Lama, Lama. Aua. Herr Küsen, ich hab da gerade ein bisschen Probleme.
Ja, es ist mir sehr egal, ne? Danke. Ist mir sehr egal. Ich habe auf jeden Fall sehr Materialien. Wir können direkt anfangen gleich, unser Ding zu bauen. Ja, schau mal. Erfrosch. Noch eine Kiste. Wieder bei mir im Zimmer hat es ein Heat. Sehr Sabara, wie geht's da? Mir geht's blendend, Havara, Alter. Kommst du bitte rein, die Zone kommt. Ich hab da das was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich schaffe. Ich hab gerade dann voll in Stress auf der Baustelle erst immer. Seien Sie leise. Aua, ich werde immer. Jetzt bin ich wieder stecken geblieben. Kyson, bitte. Ich heiße nicht Kyson. Ich werde die ganze Zeit geküsst, wenn ich stream. Ich bin zu süß einfach. Ich bin einfach zu süß. Das ist einfach. Das ist, weil ich zu süß bin. Ah! Das ist Attention, sein Onkel. Weil ich zu süß bin, deshalb ist das so. So rein in die Zone. Ich habe genug Loot dabei. Leute, jetzt baut man einen richtig fetten Maggis. So sieht's aus. Im Opernhaus. Der Maggis kommt. Sind sie eigentlich sehr nett? Jemand fragt ja, wann ich immer streame. So zwischen 18 und 20 Uhr. Manchmal sogar 21 Uhr. So Late-Night-mäßig. Der Gamer 207. Du, ciao, gell? Ey, komm mit. Hallo, ich will mit. Du, tschüss. Hallo. Nein. Alle liken und abonnieren. Dankeschön, Gamer 207. Ja, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und liked auch gerne mal das Video hier. Brennen die Schenkel? So. Was, meine Schenkel brennen? Die brennen doch nicht. Der Kyson ist kein Beef, gell? Das ist genauso ein Schluchtenscheißer, wie wir alle zusammen. Ich heiß doch nicht Kyson. Jetzt fahr. Jetzt hast du uns erwagen. Erst bist angerannt. Ja, ja, das bin ich wohl. Das ist die Rache dafür, dass du mich Kyson nennst, ja? Das ist... Voll random in die Fresse mit dem Ding. Sorry. Das hat jetzt sein müssen. Schau mal, wie wir uns gegenseitig fertig machen hier. Du bist so blöd. What the fuck, bei mir war gerade eine Hitbox. Ja, ja, ist normal. Ich glaube, man kriegt ein bisschen Abzug, oder? Ganz, ganz wenig, bisschen, keine Ahnung. I don't know, ich kenne mich nicht aus in diesem Gebiet. Nee, ich habe nichts Abzug bekommen. Das wär richtig heftig. Ja, damals war ja, dass man sich killen konnte, das war ja möglich. Ja jetzt nicht mehr. Danke, Thomas. Danke, Thomas, genau. Ich wollte auch gerade sagen, danke, da ist Thomas. Bei mir ist gerade der Thomas Brezener im Chat. Okay, super. Hallo, Thomas. Und der Tommy ist auch da, hörst. Schau mal. Und das ist der Hurdel. Jetzt hast du den Bären hingemacht. Es war kein Bär. Jetzt haben wir auch wenigstens gewusst, wo der Bär steppt. Hier steppt der Bär. Kommt wieder der Marius im Chat so, oh nein. Hi, bin neu, cooler Kanal. Er hat cooler mit Doppel-L geschrieben. Herzlich willkommen, cooler Kanal ist hier. Der cooler Kanal auf YouTube, Leute. Nicht der coolste, sondern der coolste Kanal auf YouTube ist da. Grüße gehen raus an Herr Koll. Der Herr Koll? Ja, auf jeden Fall Herr Koll. Nicole, Herr Koll. Verbände, jawohl! Ich brauche nicht mehr Verbände. Brauchst du auch Verbände? Nee, ne? Du, ich bin full. Echt? Full. Ah ja, so, weiter geht's. Du, wir sind nur die letzten 15. Super, wir haben noch immer kein Meckes gebaut. Ah, da auf Nordosten 30 sind welche. Die können wir eh abballern. Schau mal. Und tschüss. Schau dir das asoziale Kind da an. Schau, die weinen jetzt sicher wegen dir. Also sind da schon die oben. Die sind in die Porte fort rein. Danke für die neuen Leute hier. Weavercraft hier mit einer richtig Dankeschön. Er schreibt mir einen ganzen Roman hier rein. Den werde ich gleich vorlesen, wenn wir den Maggis rest brauchen. In peace. Du, bauen wir Maggis in peace. Wir sind schon die letzten 9, haben wir noch zum Hacks schnitzeln. Sollen wir so Maggis hier reinbauen? Hier im ins Logo ein, you see ya. Nein, aber hier so voll der versteckte McDonalds. Wäre doch cool, oder? Komm, dann bauen wir hier. Ja, Kyson, mach mal. Ich heiße nicht Kyson so. Bauen wir hier. Hättest du das Matt? Ich bin noch nicht Matt. Wir könnten einen richtigen Drive-In bauen, weißt du, was ich meine? Du hast da ein bisschen Schrotmundel. Das ist dann so ein echter Drive-In hier. Hast du ein Schrotmuni? Nein. Sehe ich so aus? Ja! Ich habe keine Schrotmuni dabei, ne? Ich habe nur 84 Stück.
Schau mal, das ist der McDonald's für Kleinwüchsige hier. Das ist der Vorreiter. Das ist, wo Old McDonald nur eine alte Form gehabt hat. Nee, das ist kacke. Ich will hier nicht bauen. Leute, ich guck gleich Donation durch. Ich will hier nicht bauen, weil... Vielleicht ist da Schrot noch nicht. Du, ich geb dir schon. Komm her da. Easy. Komm schon, du gibst mir nur Homo. Schau mal hier. Alter, den Beat, den fühle ich gerade wieder. Weißt du, wir kommen eh nicht rein da. Also Griefer Grabpool 1,50 raus. Hey, bist der beste YouTuber, finde deine Streams einfach nur geil. Hey. Ich wollte fragen, ob er wieder GTA 5 Streams kommt. Natürlich kommt er natürlich wieder. Beste und bitte mag über jeden Stream schreibe. Nur nicht Fettzeitgast. You must know about. Grüße raus an GrieferCraft, danke für 1,50. Der Gamer 207 bringt mit 1 Euro raus. Können wir mal zocken, bitte? Gerne. Einfach auf dem Discord melden. Link in der Beschreibung. Genau, Link in der Beschreibung. Ey, nimm mit da. Da habe ich schon ein bisschen abgehackt. Hey, noch 6 Leute. Geh mal auf. Geh mal, weil Makey-Baum bringt jetzt eh nichts mehr. Doch, ich finde schon. Wir sollten jetzt doch schon noch einen Makey-Baum bauen. Bauen wir dann einen Container-Makey, komm. Nein, das ist... Am Paul de Mackie bauen wir jetzt. Paul de Mackie. Wir bauen dann einfach da irgendwo auf. Bei mir hat gerade einer reingeschrieben, Kyson ist Call. Kyson ist Call. Kyson ist auf jeden Fall... Kyson mit K und Ü. Kyson mit K, ja. Kyson. Jetzt wär ich hier gemobbt, dankeschön. Heute ist wieder Roast à la Hurdle. Wir bauen hier. Wir bauen Alter, einen. Der Metallboden sieht richtig fancy aus. Wir bauen ein McDonald's. Ey, da oben ist jemand. Ich glaube, der will uns so richtig ans Schienbein. Echt? Macht er das? Und hinter uns, wir werden gerade richtig gesandwiched, Digga. Schon wieder? Ja, gar nicht. Ich hab eine kleine Waffe. Ey, da sind welche, die sind ganz in der Nähe. Also, die kommen da. Ja, komm, die komm, sind komm da bei rein 120. Da. Rein, ne? Ich bin da nämlich gerade unten drin. Bau keine Tür. Bau alles nur, bau keine Tür. Ich mach da. Bist so ein Idiot. Kannst du wegmachen. Bau weg. Bau die Tür weg. Oh mein Gott. Schnauzer. Wir können da, schau mal. Das checkt nie jemand, dass wir da unten drin sind. Wir bleiben da jetzt. Nur nicht nachladen. Das ist unser geheimer McDonald's-Bunker, ja. Der geheimste McDonald's-Bunker ever. Soll ich da eine Falle hinbauen? Oh, Omega 7, Dankeschön fürs VIP-Wert. Ja, kannst du machen. Oh, ich mach die auf. Okay. Okay, das war eine scheiße Idee, der oben platzieren muss. Wir bleiben da jetzt ein bisschen, ja? Wenn sich die zwei battlen, könnten wir die anderen noch abstauben. Das wäre lustig. Das Geile ist, die sitzen da so voll in den Bunker drin, ne? Ja, Alter, schaut die Fallen an. Alter, die rapen sich gerade und wir sind mittendrin. Ja. Wir sind mittendrin und keiner checkt, dass wir da drin sind. Das ist der Bunker von McDonald's. Stay am Mowak. Don't give me here. Die 16 besten Viewer. So schaut's aus. Wie heißt die Hunderasse? Shiba Inu. Wie wird man Unterstützer? Einfach. Wie heißt Magdalena? In der Beschreibung nach. Zweiter Link in der Beschreibung. Ey, schau, ich kann da rausspicken. Alter, die bekämpfen sich ja richtig crank hier. Alter, schau mal, hast du die... Das ist ein Raketenwerfer. Ja, moin, ja, moinsen. Können die mal bitte aufhören? Ich höre mal Musi nicht. Es ist so laut, bitte hört auf, ich rufe die Polizei. Es ist so dunkel, ich höre doch nix, bitte. Ja, danke. Ich glaube, ich hab's gehört. Nee, doch nicht. Nö. Danke, Thomas. Die gibt's einmal einen aktiven da. Absolut. Sie sind aufgehört. Der Krieg hat aufgehört. Sollen wir rausgehen? Nein, nicht rausgehen. Ich hätte einen McDonald's weitergebaut. Nein, nicht rausgehen. Lass die Fetzen. Wir sind nur okay, die letzten 6. Es sind noch die 2 gegen die anderen 2. Okay, alles klar. Achso, da ist auch keiner draufgegangen. Stimmt. Hast recht. Weil sonst hätte ich schon gegen die anderen gebattelt. Ja gut, wir verpungern uns hier ein bisschen. Dabei können wir ja hier ein bisschen Werbung machen für Abonnieren und Glöckchen drücken. Für mehr Xyo natürlich. Haut da drauf hier auf dem Abo-Button und auf die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Für alle Ehrenwellen unter euch wäre es natürlich super. Und ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeigucken, wenn man meine Katze in Real Life sehen möchte. Da gibt es auf jeden Fall süße Cat-Fotos und natürlich Real Life-Fotos.
könnt ihr mal reinguxen unter Gamer2070€ aus. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ach, du sollst ja vielleicht ein bisschen sparen, ne? Muss warten bis morgen. Warten. Ehrenmann. Dankeschön, Gamer207. Keiner muss hier donaten, natürlich. Ist dem selbst überlassen. Unter dem? Ach, jetzt battlen sie wieder. Okay, jetzt battlen sie wieder. Ach du Scheiße. Und wir? Weißt du, das sind zwei Teams, die sich gerade battlen. Stell dir vor, ein überlebt das alles noch. Und wir stauben es einfach gerade gnadenlos ab. Ich muss schnell reloaden, Alter. Ich muss schnell reloaden. Wie gesagt, wir gehen auf 200.000 Abos zu, Leute. Also jetzt in der Unterstützung, aber nicht der Money Rain, in der Unterstützung Abonnent werden. Das wird mich so freuen, Leute. Bald hat man die 200.000, dann wird es einen richtig fetten Livestream geben dazu. 12 Stunden Bald wird das Postfach kommen, dann wird es auch Verlosungen geben. Zum 200k-Special bauen wir an Doge. An Doge bauen wir, ja, in Fortnite. An Doge. Ey, das ist die beste Camping-Scene, die ich jemals gehabt habe hier. Wir sind in einem blöden Bunker drin. Dafür kriegen wir sicher Hayden. Oh. Auf jeden Fall. Da wird sicher voll gehatet dann. Einer ist tot von einem Team. Aber die battlen sich eh sicher noch, wetten. Hoppala, ich hab gewechselt. Das wäre auf jeden Fall der dreckigste Sieg ever. Hat er draufgeballert auf uns, Alter, mal? Nein. Ja, mein Metall scheppert ganz anders. Eine hinnige Gruft. Das machen wir mal. Ich kann vor, ich hab was gehört. Das ist eine hinnige Gruft. Komm mal her, da. Ich finde es irgendwie cool, dass keiner checkt, dass wir da drin sind. Bist du der John Wick da? Ja, bin ich. Ja. Ich geh ein bisschen Popcorn essen. Das hört man nicht. Wir warten da ein bisschen. Popcorn ist immer da. Okay, jetzt geht die Zone rein, Schisch. Ja, aber hinter uns. Die haben aber vor uns gebattelt. Oh nee, Alter. Hörst du sie? Ja, wir können eh durchgucken, wenn wir das so machen. Ah ja, mit dem Bearbeiten. Ja. Wir müssen da aber eh raus jetzt. Soll ich eine Tür bauen oder soll ich noch ein bisschen warten, bis die Zone kommt? Die betteln sich da. Ach, weißt du was, kommt? Bauen wir schon die Tür. Wir gehen außen rum, komm. Wir gehen an der Zone entlang, ja. Schau mal, da oben sind sie. Schau mal so, als wären wir nicht da. Wir gehen hinter dem Ding hier. So. Da, komm schnell. Ja. Schau, wie die sweaten. Weißt die zwei werden wahrscheinlich hier die letzten zwei sein. Wir rushen da rein, okay. Weil er hat keine Muni mehr anscheinend. Komm her. Und wir überrumpeln den jetzt. Alter, die. Du machst mit Schrotflinte, ich mit dir. Ach, warte, er geht runter. Ich glaube, er hat ihn. Ja, er hat ihn. Alles klar. Jetzt sind noch die zwei. Ja. Die schwitzen aber, glaube ich, ziemlich. Die sind runtergegangen. Klar, ja. Ich seh ihn. Schau mal. Komm weiter nach hinten. So, sollten wir uns das schon was aufbauen, wobei er flackt uns eh weg. Aber wir haben gerade Höhenvorteil, da kann nichts machen. Er kann uns einfach mit der Sniper wegrapen. Da unten geht er. Ah, unter der Brücke sind die. Leute, es ist nicht unser erster Sieg, also wir tun nicht so, aber es macht einfach gerade Spaß, also nicht, dass ihr es falsch versteht. Unsere Brücke, ja. Wir wollen die gerade so auf Fun so holen. Auf James Bond. Warte, komm her. Schau mal, da ist der Stein. Da sieht man das nicht. Bei mir steht die Frisur raus. Scheiß Frisur. Du hast mich gesehen, oder? Nein. Die spekulieren noch immer. Ich glaube, der eine hat sich da hoch. Ja, der hat sich hochgebaut. Wir müssen es abballern. Der hat sich da hochgebaut. Ach, da. Lass mich ja rücken und schicken. Das geht sich nicht. Ich steck fest da drin. Die checken es voll nicht. Ich glaube, die machen uns voll fertig. Aber sie verballern ihre Muni. Ist schon mal gut. Ich würde gern drauf warten, dass einer nur mit dem Head rausschaut. Ich snipe ihn weg. Da unten, er sieht uns. Komm, rush. Hab den einen? Ja. Oh! Bitch, please! Er
einfach mal reingeradet, Alter. Der war voll überfordert mit Benji. Der war richtig überfordert. Den einen habe ich noch so voll die Wand vor die Fresse, baut Höhenvorteil und weggeschrotet. Ey, wie der gesucht hat mit dem Ding, ne? Das ist geil. Weißt du, wir haben so voll die Low-Waffe und die haben Raketenwerfer. Nee, ich hatte blaue, blau, alles blau. Alter, die hatten so viel Raketen. Es war einfach so fies von uns. Aber so, Leute, so kann man gewinnen. So easy ist es. Ja, einfach ein bisschen chillen. Das Problem ist, wenn man so gewinnt, dann wird man nicht besser. Also sucht lieber einen Zweikampf und geht nicht aufs Gewinnen. Der geht an die Gegner raus. Weißt du, die sind einfach nur reingerannt und schon hochgebaut. Und der hat ja auch Vollmetall gehabt, weißt du? Und bei Metall ist ja so, das kannst du übelst schnell durchschießen, wenn du hast halt neu baust. Und ich mit dem MG alles reingerannt, hatte keine Chance mehr. Ich hab 207 Euro raus, hab noch Paysafe Card mit 1 Euro gefunden, weißt du, haut selbst deinen letzten Euro noch raus. Ey, du kleiner Ehremann, du, komm, hau mal raus hier. Mr. Supreme ist hier. Supreme? Jetzt ist willkommen. Ja, Supreme als Hintergrund. Alter, bei mir magst du das? Ist der Drop gerade richtig heftig. Teilweise. Es ist mir zu schnell. Ich selber höre gerne Hardstyle. Ein paar Lieder, also nicht jedes Hardstyle-Lied mag ich. Gute Nacht. Nightcore ist mir ein bisschen zu schnell so. Du musst doch mal so richtig Terrorcore hören. So richtig so bam 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 bam. Alter, ich fühle bei mir gerade richtig in Beat. Stimme, was so schnell ist? Nightcore ist doch die gepitchte Stimme, was dann übelst schnell abgeht, oder? Na, glaub ich. Oder? Nightcore ist das bam 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 bam. Achso, vom Rhythmus geht's so. Nightcore, das ist Frenchcore. Ja, Frenchcore, Terrorcore gibt's. Ja, Frenchcore ist ja das ganz harte. Gehen wir mal Anarchie rüber, ja? Ne, Terrorcore ist, glaube ich, das härteste. Ist ja wurscht. Das ist alles hart. Hart wie Beton. GTA spiele ich seit dem Release auf der PS3. 1, 2, Blumenteil, 3, 4, Grenadier, 5, 6, ATG, 7, 8, gute Nacht. Es geht dann so duf, 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 duf. Es geht dann dauerhaft so duf, 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 duf. Aber das ist so, das kann ich mir geben. Aber Hardstyle ebenfalls. Aber am liebsten doch noch immer Big Room. Alles, was so Big Room-mäßig ist. Also. Let's get fucking crazy! Bam, bam, bam. Was war nochmal das erste Big Room-Lied? Epic kenne ich. Epic, genau. Das war so das erste richtige Big Room-Lied anscheinend. Da kam ja Animals. Und nach Animals gab es diesen fetten Boom irgendwie. Dann gab es diesen Big Room-Boom und ich liebe es noch immer. Ich finde das geilste ist Arcade. Dann, dann, dann. Das hat jemand gerade donated, der Löwen Gaming. Dankeschön für 1 Euro Donation. Lieber Löwen Gaming. Grüße, gehen raus, kenne ich auch noch. Ich finde es All-Time Classic ist einfach mein Mal. Ja, siehst du, ich war richtig. Da, da, gepitcht und verschnellert. Ich meine es. Da, 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 da. Da, 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 da. Siehst du, ich war richtig. Can't see the haters. Can't see the haters. Da kennt sich eine Ausbildung, sehe ich, ne? Kennst du bitte KFC-Bong? Ja, mit gepitchten Stimmen hast du viel zu tun. KFC ist zwar eine gute Idee, aber ist circa dasselbe wie McDonald's. Ja. Komm, schau mal an, das ist Old McDonald's. Das war geil, da ein Ursprung rein. Da schon, wo die ganze Sache herkommt. Weil Mac ist ja so zentral. Das ist alles vom ländlichen Bauernhof komm, aus. Komm, holen wir mal wieder die Sachen mit. Wir wollen ja wieder McDonald's bauen. Weil jetzt haben wir zwar einen Rin geholt, aber wir haben keinen McDonald's richtig gebaut. Wir haben nur einen Bunker bauen können. Doch, die erste Runde haben wir einen fetten Mac gebaut. Ja, die Zone ist absolut scheiße. Weil die Endzone wird da irgendwo bei Flash irgendwo dort herum sein. Das ist voll schade, dass wir dann immer so richtig weit weg aus der Zone sind. Wir hätten sogar vielleicht Shifty gehen sollen. Wenn man weit drin gewesen, weißt du. Wo sind die Grillfackler? Die Grillfackler. Die Skybase soll man bauen. Die Skybase. Like Standards geben. Ja, aber Skybase, Leute, ich habe nie einen Plan, ich muss mir da mal ein Tutorial anschauen, weil ich immer Angst habe, dass man runtergeschossen wird. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar Tricks, dass es nicht ganz so einfach wird, dass man runtergeschossen wird von der Skybase. Das ist halt das Wichtigste. Und vor allem, ich glaube, bei Skybase wäre es auch ganz geil, wenn man Jetpack hätte. Weil wenn du runterfliegst, kannst du doch noch am letzten Sprung, bevor du unten aufkommst, ein Jetpack benutzen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das sollte funktionieren, theoretisch. Das sollte eigentlich funktionieren. So, den nehmen wir mit. Dum, dum, dum. Der Löwen-Game, immer 2 Euro Donation. Jetzt bin ich pleite. Ach,
Warum wird alle Pleite gewohnt? Immer, sie werden immer broke, aber sie donaten trotzdem. Ihr müsst ja nicht donaten. Aber dankeschön. Grüße geht raus an dich. Komm, hau hier noch Money Rain raus. Auf gute Zeiten. Stay so lonely, everybody owns me. Du bist jetzt eigentlich in die Zone rein. Tust du eigentlich auch farmen? Und Gigi brüht 5 Schweizer Franken aus. Hey Bro, kenne absolut nicht. Mich noch, Admin, bau bitte einen fetten McDonald's. Mach's gut. Oh, warte, was ich. Mach's gut mit dem Stream. Ich schau noch ein bisschen zu. Alles klar. Danke, Marius, wo sind die Grillfackeln? Und der Thomas Meister ist jetzt VIP. Also willkommen mit der VIP-Gruppe. Lieber Thomas. Boah, wenn ich VIP hab, mache ich so als Emoji, mache ich dann so Grillfackel. Grillfackel. Marius ist dann, ich glaube, Marius kommt dann jedes Mal mit Herzaugen rein. Ich muss die Emojis noch machen, weil es gibt ja diese Möglichkeit, wenn jemand zum Beispiel länger VIP wird, zum Beispiel 6 Monate, kannst du zum Beispiel ein anderes Emoji-Con machen. Hier da drüben auf der Insel sind welche, ne? Das ist das wahrscheinlich, was Weiß letztens meinte, ne? Oh, Janni brüht 22 Euro aus dem Fenster! Die Fackeln sind auf dem Weg. Siehst du die schon an? Ich hab nichts auf Distanz. Er hat kein Schild. Alter, ich hab ihn auf die Distanz Header gegeben. Du bist ja ein richtiger Gangster. Ich weiß, und ich rip das jetzt, Leute. Ich drück dem jetzt mit dem Revolver. Ach, warte mal. Ach, da ist jemand. Ah, Hilfe! Komm nix durchs Wasser. Warte mal, ich glaub, der ist am Dach oben. Ja, ist er. Warte mal, der von mich hat mir am Dach ein bisschen angekackt. Ich hab einen. Der andere ist noch am Dach da irgendwo. Einmal noch und der ist down. Hilf mir. Wo ist der? Der ist am Jetpack. Hilf mir. Ich bin so low, Alter. Mach dir, der ist so low. Dankeschön. Alles easy. Oh. Alter, ich hab den voll fertig gemacht gerade. Marius hat 2,99 aus Abo-Aufruf für den Besten. Alle abonnieren für Grillfucking. Danke, Brudi. Bester Mod Janni, ever. Ich lese gleich vor, Janni. Wenn du es so weißt, raus an dich, Janni. Ich lese gleich vor, natürlich. Danke, Marius. Bester Mod. EU, West, Süd, Alter, Ost. Ich hätte fast beide gut, aber... Ey, der hat eine Scar. Was ist los mit dem Junge? Schrot hat er? Nö. Durch Chatpack. Boah, Alter, der Gigi brüht ja 48 Schweizer Franken aus dem Fenster. Ja, du kriegst absolutes Chatpack. Wie das um für Money Rain geht. Du meinst der hier? Alter, von dem habe ich gerade Full Equip bekommen. Full. Money Rain vom Netflix. Savage heißt das. Officer Fox hat es gerade reingeschrieben in den Chat. So heißt der Money Rain Song. Dankeschön, Savage von... Dein Money Rain ist Savage von Netflix. Ja, von Netflix. Weil ich habe bei mir nämlich im Stream immer die Netflix-Playlist hinten laufen. Ah, okay. Grüße gehen raus, danke schon für die Schweizer Franken und jetzt nehmen wir vom Janni vor. Du weißt ja, mach auch Mucke. Meine Lieblingsmusik ist Hardstyle, Oldschool, Hardcore und Big Room. Hey, das ist dieses, schau mal. Das ist heute dieses, Ich hab's schon gesehen, ich bin da stecken geblieben vorhin. Ich hab's gesehen, danke. Ich hab da jetzt tolle Dinge hier bekommen vorhin. Das war wie eine Falle, ich bin da stecken geblieben oben. Weißt du, wie lustig? Nee, Janni, wir müssen mal was zusammen produzieren, ne? Big Room Track. Ich habe ja schon die ein oder anderen Lieder produziert, aber ich habe sie nicht veröffentlicht. Yeah. Jetzt hätte ich nicht fertig gemacht. Dosh-Track. Nennt deinen Song einfach Dosh halt. Zum Beispiel ein Hardstyle-Remix finde ich immer ganz geil. Wenn du aus einem normalen Lied einen Hardstyle-Remix machst, finde ich relativ nice immer. Was jetzt zum Beispiel ist, warte, von wem ist das? Zombie von... Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Zombie. Ja, richtig geilen Remix da. Ich kann das nur auf der Gitarre, das Lied. Von D-Ran oder so heißt er, glaube ich. Oder so irgendwie. D-Ran. Kann das Original. Irgendwie so. Und da gibt es einen richtig fetten, geilen Hardstyle-Remix. Den ich richtig abfeier. Feierst du ihn wirklich ab? Power drin. Ja. Das Geile ist, Dimitri Reyes und Dark Mike spielen ihn jetzt in den Live-Sets. Und ich habe es schon halt davor gekannt und fand es halt nice. Bist du jetzt cool? Ich bin jetzt auf jeden Fall cool. Cooler als du auf jeden Fall. Leute, wer ist cooler? Onili oder ich? Der Hund oder Onili? Schreibt mal super rein hier. Wow. Faire Abstimmung. Faire Abstimmung hier. Bei dir, beim Livestream kann man ja auch abstimmen, ne?
Ich mach mal, nee, weißt du was? Ich mach mal so eine Google-List, wo man so eingeben kann. Weißt du, dann gewinnt er wieder Haus hoch und dann wäre ich wieder geroastet von ihm. Du wirst immer geroastet. Der Thomas Weißer brüht hier raus, kannst du Like-Hype raus, aber gibt immer. Shopping Center können wir bauen. Sicher, können wir auch mal machen, aber können wir auch mal. Hallo, Newcomer. Abo, Like, danke. Glöckchen. Oh, bei mir im Chat Onili. Wow. Fanbase is real. So, bei mir schreiben die Leute der Hund. Er, Dan, Zombie. Genau so heißt er. Bei mir im Chat Onili. Battle is real. Aber genau das ist der Remix. So ist er. Übelst geiler Track. Ich feiere den richtig ab. Vor allem die Vocals. Die sind so richtig Power. Das ist richtig Power dahinter. Du, Kurt, was macht man jetzt? Bei dir im Chat du, bei mir im Chat ich. Was macht man jetzt? Ja, ich würde mal sagen, die Menge gewinnt. Ich denke mal, dass ich hier weiter vorn bin als du. Ja. Das ist Hashtag ab. Das ist so abgehoben. Jetzt wird er wieder geroastet im Livestream. Geil. Super. Ich werde immer geroastet. Ich muss jetzt wirklich wieder meinen Flow holen, ohne Witz. Ich komm mal heute raus, den Like hab, ne? Ich brauche jetzt mal wieder Wurstsemmel. Du brauchst ja Wurstsemmel? Da hat einer vernünftig geschrieben. Ich feier euch beide. Ey, da ist wer! Wo? Hab den anderen. Ja, ich hab. Was war das? Weißt du, ich geh doch rum, auf einmal ist da jemand neben mir. Ich hab den anderen, der stand da herum und hat auf dich geschossen. Holy shit. Oh mein Gott, jetzt pusht aber jemand, ne? Pass auf, da ist jemand. Andi, komm her da. Da ist jemand. Der will uns richtig pushen. Komm schnell. Da auf 240. Ja. Siehst du ihn? Warte. Richtiger Pusher. So mächtiger Pusher. Oh, Ska. Der endlich Ska-Blick, Leute. Und genau, jetzt rittet Donation von Janni rein. Warte mal. Danke, Janni! 22 Euro von Janni! Warte da. Janni, ich lese gleich vor. Ich habe gerade eine kleine Problemation, ja? Der ist da von 195, ne? 195 sagst du mir? Ja, schau mal, der ist der Einzelne. Schau, wie er baut, Alter, wie er Cake. Komm, schau raus mit deinem Kopf. Komm an, Digga. Da ist der nächste Cake. Ich schütze da ein bisschen. Obwohl, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Schau nur, dass mich die anderen da nicht... Ach, das der hat das auf mich abgesehen, das sniped. Alter, schießt genau in die Kacke da vorne rein. Kannst du es wegmachen? Kannst du vorne das Ding wegmachen? Was? Wieso hat der nicht gehittet? Ey, ach, der haut Pümpel. Andere Seite aber. Ne, das war von dem. Ach, okay. Sorry. Baust mich auch immer zu. Jetzt kann man seine ganze Muni verschießen. Oder die gehen da voll nur auf mich. Wie mad die sind. Come on, Bro. Sind das zwei oder ist nur einer? Ach warte, da oben ist jetzt auch noch auf 105, die gehen auch noch auf uns. Ja, ich glaube, wir werden eingekesselt. Oder was? Also wir sind richtig am Arsch. Ja, da oben ist einer. Da sind zwei. Wir haben halt auch den Höhenvorteil, ne? Alter, die pissen uns gerade wieder richtig aufs Bein. Wir müssten die mal da oben holen. Komm, wir müssen die pushen. Ja. Ja, moin. Omega, sein Onkel ist das. Der schluckt doch nicht so viel, Zoe! Was?! Oh, der schluckt! Wie der geschluckt hat! Das war grad nicht normal. Das war grad abnormal.
machen. Das geht ja nicht. Ich weiß. Mach alles, wobei, mach Tür auf. Mach du die Tür auf. Hey, du, kann ich trinken haben, bitte? Bringst du eine große Flasche? Ich hab's so erinnert. Alter, der Omega hat aber auch wieder geschluckt, wie. Brauch ich auch. Ich muss mal was trinken, Alter, ich schwitz schon wieder. Du schwitzt schon wieder? Mhm. Die Schandl ist ends, Matt. Sie kommt in meinen Stream rein, gleich mal D-Abo. Von Cola rüpft man zu viel, tut mir leid. Danke, Thomas. Herz geht raus. Oh, jetzt bin ich stecken geblieben. Super. Wie bist denn du eigentlich gestorben? Ich bin in die Base rein und wollte den... Ach so, wie bist du da so schnell hochgekommen? Ich habe einen Jetpack gehabt. Ach, deswegen. Ja, und die haben mich so angehittet und ich wollte nicht mehr unten bleiben. Ja, okay. So wollte ich eigentlich... warum baut ihr den McDonald's? Wir haben schon zweimal McDonald's gebaut, aber wir probieren immer wieder anzubauen. Aber das Problem ist, die Zone spielt gerade irgendwie nicht mit. Jetzt sind wir gerade voll auf Schwitzen gegangen. Ja, vor allem die Zone hat jetzt gerade überhaupt nicht mitgespielt. Und wir brauchen unbedingt irgendwo wieder eine Zone, die zu uns reinkommt. Wir werden jetzt einfach ein bisschen mittig gehen. Weißt du was, wir gehen shiften. Ich glaube, dass wir da ein bisschen Glück haben. Oder Nikolas Bucher, Polizei scheint zu fangen. Was, dankeschön. Ja, wenn es mittig gehen will, muss das Ding gehen. Ich habe hier so viele Donate bekommen. Nämlich der Jan hier hat nochmal vor 22 Euro donated. Naja, habe auch schon viele Hardstyle-Remixe gemacht, aber nicht veröffentlicht. Ja, sonst kommt die GEMA, ne? Nee, aber dankeschön. 22 Euro den Brühl da raus. Und ich muss mal gucken, wer hier noch rausgeballert. Der Nikolas Bucher vorhin, eine Schweizer Franke. Nikolas Bucher jetzt mit zwei Schweizer Franken, bitte grüß mich. Gehen wir jetzt wirklich wieder mal ein Make-up bauen. Ja, habe ich schon gemacht jetzt hier. Ja, jetzt machen wir wirklich Make-up wieder. Wir gehen jetzt Shifty Chef, wir hoffen, dass mal die Ding reinkommt. Ja, Shifty gehen wieder viele, weißt du, da werden wir wieder geroastet. Ich würde sagen, wir gehen nicht so negativ da rein, wir roasten jetzt. Wir roasten die Leute. Wir roasten jetzt, ja. Also es wird noch letzte Runde für heute. Wie gesagt, wenn ihr dran bleibt, am Ende des Streams wird ihr gegrüßt. Wenn ihr gegrüßt werden wollt, bleibt jetzt dran. Jetzt noch letzte Runde, danach gibt es die Grüßungsrunde. Und vergesst nicht, wenn ihr gegrüßt werden wollt, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dir ein Like da zu lassen, natürlich. Ganz wichtig. So, dann gehen wir da runter. Wir gehen Shifty rein. Und hoffen wir mal, dass wir da jetzt mal wieder einen McDonald's bauen können. Beste ist sowieso, wenn ihr einen Mackie sehen wollt, zurückspulen. Ja, wir haben nämlich heute schon einen gebaut, aber wir bauen heute. Danke, noch Thomas. Ehrenmann. Vor allem der Folge, der war echt riesig gebaut und der war so fett eigentlich. Der war zu fett. Warte, ich habe mal eine blaue Pump. Also, wenn jetzt Leute bei dir sind. Ich habe eine grüne Pump. Grüne Sturmgewehr, es läuft. Medkit, also. Alter, der Beat gerade. Ich hab gerade voll den geilen Beat am Start. Warte, schau mal. Dann mach du dich full. Schau mal. Dankeschön. Das ist Ehrenmann-Move jetzt gerade. Ich verzichte hier, dass er sich full machen kann. Das ist jetzt nochmal Ehrenmann im Chat. Und dann gehst du drauf, ne? Wegen dieser Aktion. Ja. Ja, so, aber ich gehe mit gutem Gewissen drauf. Ja, weil ich den Tank bekommen habe. Super. So, haben wir das hier mit? Bam, hast du Trap-Musik? Nee, hast du nicht. So Trap ist so eines der Sachen, die ich eigentlich nicht so höre. Oh, das ist die Katze bei mir. Bei mir ist gerade. Ja, ist ein Trap-Beat. Ja. Also, du hast im Hintergrund gerade Musik oder was? Ich hab in meinen Streams Musik, ja. Oh, okay. Da oben ist einer. Aber du das. Bei mir ist die Stimme nicht so cool wie bei dir und so ausreichend. Deswegen brauche ich immer was grauenhafte Stimme überdeckt. Okay, super. Okay. Okay, passt. So, da oben hast du genommen, ne? So. Dann nehmen wir mal mit hier alles, dass wir bald die McDonald's hier bauen können. Zone kommt rein, das ist gut. Endlich geht er wieder in die Zone rein. Wir müssen einfach ein bisschen weiter mittig landen, dann geht das schon.
Da überall sind so Pilze, ne? Also wenn du ein bisschen auffüllen willst, dein Leben kannst du es hier machen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Am Lord, ja, ja, ja. Hast du ein Sturmgewehr? Ja, hab ich. Okay. In grün. Okay. Ja, da war ein weißes. Ach, Kisten. Du bist so richtiger Kisten, Johnny. Da ist ein Trank für dich, schau. Ein 50er. Alles kommt zurück. Dip, dip, Johnny, Johnny, dip. Für 3 Schweizer Franken, lieber Nikolas. Grüllt er mir hier raus. Seht ihr, deswegen Leute immer gönnen. Immer. Immer gönnen. So lucky. Everybody owns me. Immer doch für meine Schweizer lässt. So, runter da. Herzlich willkommen an die ganzen Neuen hier. So, rein in die Hütte, schauen wir, ob wir da noch ein paar Sachen finden. Und dann gehen wir McDonald's. Hoffen wir, dass wir es heute noch schaffen. Wie gesagt, letzte Runde für heute. Also eigentlich die Challenge haben wir schon so gut wie geschafft, wir haben ja vorher schon angebaut, aber wir wollen eigentlich noch einen bauen. Warte mal. Bitte? Bei mir hat gerade Tanzverbot abonniert. Tanzverbot hat abonniert? Ja. 100 pro der echte. Absolut. Marius haut 3 Euro raus, Glückwunsch zu den 3K, danke, dass ich dein Mod sein kann, du bist der Beste, no homo, warte mal. Was? Wir haben 3K geknackt! Oh geil. Was? Wir sind schon sogar 6 drüber! Herzlichen Der Chat geht ab! Was? Hey, ich hab's nicht gesehen! Hey, ich hab's nicht gesehen! Hey, hat die Glückwunsch 3K? Hast du nicht gemeint, bist du einfach mit die 200K? Also. Ja! Jetzt bin ich echt. Hey! Da ist jemand! Komm, hau ihn zusammen! Holy shit! Danke, Leute! Ich raff's gerade gar nicht. Die Ska gehört mir. Die Ska gehört sowas von dir. Alter, ich komm gerade nicht drauf klar. Danke, Leute. Ich hab's voll nicht gecheckt. Nice. Mois. Also da erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke, Bruder. 3K Abos geknackt. Fettes okay, Dankeschön auch an Kurt. Also. Oh, fuck up, bitteschön. Ich sag, ohne ihn wäre es so schnell nicht möglich. Sag mal, wie viel hast du jetzt eigentlich? Fettes Dankeschön an dich, Bruder. Dankeschön, kein Problem, da brauchst du. Ha? Brauchst du? Dann sauf den schnell. Immer, schnell. Immer Leute, immer dran erinnern, woher man kommt, ne? So. Du geil. Nee, ich komm aus Polen, ich glaube, dir ein Auto. Ja, Kurt klaut mir alles. Ich hab polnische Wurzeln in mir. Das Geilste ist, Kurt klaut Autos und Autos klauen ihm Geld. Ja, so in etwa kann man sagen, ja. Boah, so danke cool, Leute für die ganzen Glückwünsche. Dankeschön. Also ich hab 400 Holz, wie viel hast denn du? 200 gibt's dann. Okay, da muss man einen Mackie bauen. Alter, wie der reingemettelt ist vorher ins Haus. Alter, so voll random, weißt du, wir bauen da. Und ja, weißt du, ich freue mich gerade so voll drauf ab. Und er kommt einfach rein und will die Party zerstören. Da schreibt er nach rein, weil Xyon ein Ehrenmann ist. Ist er wirklich? Ist er wirklich? Oh. Oh, danke schön. So. Also wer ihn nicht kennt, kann auch bei ihm vorbeischauen. Ich glaube, sie kennt niemanden. So. Ja, manchmal, wenn ich alleine stream, kommen ganz neue Leute rein. Kann das sein? Wie gesagt, wir haben ja ein bisschen einen anderen Ding hier. Wir wollen ja hier die 200.000 packen. Wir sind bei 193.875. Jo. Also wenn ihr da unterstützen wollt, dann drückt jetzt auf den Abo-Button. Dann ist das in Ordnung, Leute. Jetzt hab ich mein Ziel erreicht. Jetzt müsst ihr heute bei Kurt 200k knacken. Ja, sicher. Wer jeder im Stream jetzt Dritter-Counter stellen, geht schon. Komm, Leute, heute packen wir auch die 6.000 Abos hier. Ja, komm, jeder macht sich Dritter-Count. Alter. Machen wir das. Genau. Lädt euren Opa, eure Oma, ja, cool. Eure Vater, eure Uronkel, eure Onkel, eure Cousine. Bei mir im Stream steht jetzt Tanzverbot, das fancy. Euren Halbfreund, euren Feind, euren was weiß ich was. Ja, Hund samt der Hundehütte, auch die Hundehütte muss abonnieren. Das geht sonst nicht. So, bauen wir den Meckes auf jetzt. Wir haben jetzt genug Stuff dabei. Ich hab Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön an die ganzen Glückwünsche. Ich sehe kein Bild, schreibt Teddy.
Er sollte eigentlich da sein. Oh, das ist ein Lama. Yeah. Geil, wir können jetzt auf jeden Lama, Fall Lama, 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 Lama. Du kleines, süßes Lamachen. Hat das ein Glöckchen? Auf jeden Fall, ne? Schau mal, jetzt kann ich mir den Trank hier auch wieder geben. Warte, dann nehme ich den. Ja. Dann bin ich so halb full. Geil, wir können jetzt, jetzt können wir ein richtig fetten Ding bauen. Wie viel Holz hast du? 846. Boah, ja moin. Gut, jetzt bauen wir Mackes auf und zwar werden wir unter den. Wir sind unter den letzten, also. Mal aufpassen. Sollte hier reingehen, wir müssen echt aufpassen jetzt, ja. Ja, Ressourcen sind da. Da geht einer raus. Money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounded. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple racks as I make a couple tracks. Oder? Was hältst du davon? Was? Da oben, der McDonald's bauen. Ja, ja, voll. Ein richtiger Alm-Mackie. Der Money Rain Song heißt Savage von Nefex. Da bauen wir hier mal hoch, ja, warte mal. Komm, komm. Nur so kommen sie zu unserem McDonald's. Und da oben bauen wir den jetzt. Ah, das ist perfekt hier. Das ist eine Truhe, nice. Leute, wir bauen jetzt den fettesten McDonald's hier oben. Dankeschön, Leute. Wir könnten sogar den mal anbauen. Das ist sogar, ich hab das sogar verbindet. Schau mal, wir bauen das ab da. Pass mal auf, wir bauen das hier ab. Und da bauen schau mal, stopp. Hallo, stopp. Was? Stopp, ach da. Da, schau mal. Schau mal, da machen wir die Küche draus. Hier können wir das ganze Haus abzubauen. Außer die Inneneinrichtung. Oh. Du bist echt geil. Also die Kisten da kannst du schon wegbauen, die da nicht dazu gehören. Aber Bohnen und so lässt du mal da. Den Gartenzaun nehme ich mit. Nicht kaputt machen, da lassen. Okay, oder? Nee, hau ihn weg. Hau ihn weg, hau ihn einfach weg. Die Auto lassen wir da auf den McDrive. Oben ist noch eine Kiste, aber die ist mir jetzt egal. Wir bauen jetzt einen McDonald's da draus, ja? Den allen Hütten-McDonald's bauen wir da. Auch mal Bett im Mackie. Sicher, wenn es jemand anschreibt. Okay. Wenn es jemandem schlecht geht. Ja, genau. Jemand anspeitet. So, perfekt. Perfekt. So. Wagel haben wir. So, jetzt bauen wir hier mal einen McDonald's jetzt auf. Pass mal auf. So, da machen wir einen McDonald's. Wobei, Eingang wäre da nicht so toll. Da machen wir die Küche. Weißt du was, wir machen aus dem Ganzen hier die Küche, okay? Das ist die Küchenarea. Jo. Küchenarea. So. Dann machen wir so. Lieferwagen haben wir auch schon mit S. McFlurry. So, dann bauen wir hier so eine... wie baut man hier eigentlich... Da könnte man ein Scheißhausl hermachen. Dann bauen wir hier die Dinge hin. So. Da kommt auch ebenfalls nochmal die hierher. Dankeschön, so, Digga. So. Die bauen wir hier mal ab. Achso, warte mal, bis da ein McDrive hin. Ich dachte, du machst da ein McDrive hin. Ne, wir machen den auf der anderen Seite. So. Einstöckig aber, gell? Ja, einstöckig. Warte mal, dann fange ich mal an, das Dach hier zu bauen. Was sehe ich aus? Oh mein Gott, da kommt einer, ich hab richtig viel. Wo? Ich weiß nicht. Wow. Jedenfalls weiß jetzt, dass wir da sind. Ist nicht so toll. Das ist absolut nicht cool. Mann, ich wollte gerade das Dach bauen. Fail. So, warte mal. Ich baue hier einen Boden. Alter, ich komme noch immer nicht so ganz drauf klar, was hier abpassiert ist, Alter. Aber. Die Sonne kommt rein, ist egal. Das müssen wir schnell machen hier. Ja. Die Sonne kommt. Mach mal einfach easier Flachdach, so. Oder? Ja, mach mal ein Flachdach sowieso drüber. So. Auch noch ein Drive-In oder sowas in der Art. Unseren fetten Mackie haben wir ja schon gebaut. Jetzt machen wir noch so eine Abspeck-Edition. Nee, das ist sogar die bessere Edition, weil sie komplett auch Ding. Aber ich glaube, der Mackie bei mir, der moderne, der hat auch ein Flachdach, definitiv. Okay. Dann ja. Hier kommt dann die Küche. Wir müssten den. Die haben ja Flachdach, aber sie haben den einen Ding, haben sie halt nicht als Flachdach. Ja, die klassischen Mackies halt, aber die modernen, was die heißen ja nicht bei McDonald's, sondern McCafé heißen ja die modernen. Ja. Und die McCafé haben definitiv Flachdächer. So, Toilette brauchen wir noch irgendwo.
Jetzt haben wir keine Toilette hier, warte mal, ich baue mal hinten eine. Warte mal, da ist es. Willst du wirklich rausgehen? Wir sind ja, wieder unter den letzten 10, ne? Danke, Nikolas Bucher, für eine Schweizer Franke. Hab schon. Okay. Dann ist hier Toilette. Flachdach ist da. Weißt du was, ich baue jetzt hier... Da oben liegt eine grüne ein. Ich will mal F4. Ich habe gerade keine Idee bekommen, warte mal. Warte, schau mal. Sieht sicher geil aus, so. McDonald's, McDonald's. Kentucky Fried Chicken and Pizza hat. So. Doch, das hat schon irgendwie was. So, jetzt gehen wir da nach hinten. Jetzt müssen wir noch ein Drive-In fertig bauen. Der ist nämlich hier. Hier ist der Drive-In. Ach, da. Oh, die kommen. Der war von Südosten. Südosten. Hab ihn einen Hater drückt, warte. Ich hab den auf jeden Fall mal angehittert. Der ist gerade Endsmet, glaube ich. Ach, der hat einen Sniper. Die sind von hinten, hallo, die sind oben am Dach. Die haben uns gesandwiched. Die sind aufs Dach irgendwie gekommen. Und du sagst Südosten. Ich glaub, das sind mehrere. Super. Ja. Der muss schön McDonald's. Super geil. Die übergeben alle auf den Mac. Hab beide. Perfekt. Pass auf, da hinten sind noch welche. Mach unser McDonald's schön. Komm, schau, dass wir den McDonald's nicht verlieren hier. Save den mit meinem Leben. Ich save den Mackie mit meinem Leben. Die Blaze jetzt am Ende. Jetzt darf er mich auf jeden Fall nicht... Die dürfen mich jetzt nicht sandwichen. Was hat der für Waffen? Der hat eine Gold. Da ist ein Tränke. Oh, ich sehe in dem ganzen Chaos gerade nichts. Die hätten beide eine goldene Scar. Und David for Life rührt hier 90 Cent raus. Dankeschön, lieber David for Life. Ach, ich kann da nicht bauen. Ey, baller den unten das alles weg einfach. Mach das schnell. Ach, scheiße. Kommt. Warum nimmst du die Tränke nicht mit? Der ballert jetzt da alles weg. Das kannst du vergessen, du musst runter. Geh einfach runter. Der absolute Bauprofi, Alter. Bau ihm die Kacke weg, bau ihm sie einfach weg. Glaub mir. Aha! So ein Idiot, Alter. So ein Idiot. Wie kann man so schlecht sein? Hey, hol dir den Loot schnell. Du brauchst unbedingt Medic. Medic brauchst du. Hast du ihn niedergestreckt oder gekillt? Na, der ist eliminiert. Okay, passt. Der ist tot. As fuck. Schau, dass du so die Dinger rauskriegst, ja. Das sind Verbände. Aha, ja, Verbände habe ich selber. Egal. Wäre jetzt noch lustig, wenn du strippen würdest. AA brüllt einen Euro raus. Ich finde mich scheiße. Grüße raus an AA. Schön, dass du dich scheiße findest. Der Name nämlich. Ich finde mich zwei Schildtränke. Super. Also wenn du das jetzt noch rippst, war voll alleine. Ich bin gerade richtig am Sweaten. Bin gerade auf mich alleine gestellt. Das finde ich absolut nicht cool. Jetpack. Nimm das Jetpack mit, ja. Komplett free. Am Ende kann ich das noch das Leben saven, ne? Wenn du dir zum Beispiel eine Base oder so baust. Ich will jetzt nur nicht von hinten angegriffen, aber das würde mich richtig salty machen. Okay, da sind die. Okay, warte mal. Das sind die letzten. Da. Und da drüben. Okay. Das schau mal. Sowieso wenig Sniper. Mit ein bisschen Glück schaffst du das, wenn die sich gegenseitig fertig machen. Ja, chill dich da hin und tu einfach mal nix, schau einfach zu. Naja. Muss nicht in der Zone sein. Oh, Weißstudios da, was geht? Alles ist Beinherz. Hallo. Hallo, Weiß. Du kommst aber gerade am Ende des Streams hier an. Wir haben gerade vorhin ein paar McDonald's hier gebaut. Ich reizt mich. Unser letzter Mackie, den wir gerade gebaut haben. Es reizt mich gerade so, den Typen zu rippen. Echt? Ich glaube, die gehen drauf.
Echt? Hey, da rechts ist noch jemand. Ja, schau, der geht da rauf, der ist, ja. Aber halt dich noch ein bisschen im Hinterhalt. Drei sind noch. Der finisht noch den anderen. Jetzt sind sie fertig. Wirklich? Jo. Also sind ja noch zwei, ja. Sind die alle alleine oder wie sieht's aus? Boah, der eine ist down! Ich weiß. Geil, okay. Jetzt mach Harifari. Komm. Fuck. Geil gemacht. Nur riskier nichts. Ach du Scheiße. Weißt du, wie knapp das gerade war? Ich weiß. Oh nein. Oder mach ich nicht diesen hier? Alter, komm, das schaffst du schon. Wieder Muni des Lebens, Alter. Ja, der hat richtig Muni. Schau das raus. Da. Das ist easy snipen, wenn er rausschaut. Ich hab kein Muni mehr. Oh, scheiße. Ach, jetzt will er snipen. Schieß ihm die Hütte weg, das geht ja nicht anders. Ja, jetzt. Jetzt snipet er sicher wieder raus. Nicht oben wegschießen. Er ist unten eh fast down mit der Ding, mit der Hütte. Alter. Gott sei Dank hatten wir Lama. Da wird piekt da oben. Ja, du musst jetzt wegschießen, die Zone kommt rein. Du musst. Du kommst da sonst nicht rein. Du hast ein Jetpack. Was? Ah. Ja, schau, was der noch Leben hatte. 4,85. Nein! Aber zweimal habe ich noch kittet mit der Schrot, ne? Ja, trotzdem. Schade. Wärst du bei der Scar geblieben, Prinzessin? Ja, aber die Scar hätte nichts gebracht im Nahkampf. Ah, doch. Also, das war halt so zwischendrin. Aber es ist auch gut, Leute. Das war's für heute. Wir sind fertig, wir haben gezockt, wir haben ein paar Mal Meckes gebaut. Ich fand unseren zweiten oder ersten Meckes, den wir gebaut haben, am besten. Der hat richtig fett Fun gemacht und ja, würde ich sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo droppen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Lasst auch gerne ein Like da, würde mich freuen. Und ja, damit war's das. Jo. Bist du dich verabschieden? Danke Leute für den krassen Support. Hab euch alle lieb. No homo. Nee. Oh, da würde ich sagen, Disco! Disco, Party. Ja, aber Leute, das war's jetzt mit heute. Jetzt wird auch durchgegrüßt. Von dir, die verabschiedet sich. Jo, Grüße gehen raus an Kurt. Fettes Dankeschön an alle Leute, die hier neu sind und alles. Und ja, war geil. Und schade, dass ich da jetzt nicht den Win geholt hab. Ja. Ist egal, passt schon. Aber komm, ich war allein gegen die letzten fünf. Ich bin noch weit gekommen. Gut, dann haust du rein. Jo, gut, dann schönen Abend noch und tschaußen. Also Leute, wer bei mir jetzt noch im Stream ist, der kann jetzt auch gerne gegrüßt werden. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die 3000 Abos, dass wir das da live im Stream geknackt haben. Ich hätte nie damit gerechnet, deswegen habe ich gar nie drauf geschaut. Wir waren bei, ich weiß nicht, wir haben gestartet bei 2970 oder 60 sowas. Jetzt sind wir bei 3023, Leute, das ist zu heftig. Zu heftig. Ja, LeGamer grüße ich, Unicorn grüße ich. Gary grüße ich. Ghost Recon grüße ich, Muris grüße ich, Boris grüße ich, Yannick grüße ich, B5N grüße ich, FlayTX grüße ich, Marius, bester Mod, danke nochmal für die Donation, danke für den ganzen Support, Grüße gehen raus, Genster grüße ich, Anna, Chitioni,
Thomas, grüß dich. Danke auch, dass du dabei warst. Aktiver Österreicher auf jeden Fall. Guter Mann. Gute Nacht auf jeden Fall. Polnischer Berliner, grüß ich. Vincent Wagler, grüß ich. Grüß mi. Müffelstücke, grüß i. Ja. Leute, geht alle schlafen. Ich bin auch schon absolut broke. Ich habe vorher GTA gestreamt und jetzt Fortnite. Ich bin broke, das könnt ihr mir glauben, aber danke für den heftigen Support von jedem Einzelnen. Du kommst mich in den Sommerferien besuchen, dann finde mich. Finde mich. Ich habe Rainbow Six nicht. Also doch habe ich, aber ich spiele es halt nicht. Ich bin da, glaub mir eins, ich bin zu schlecht. Bin neu, grüß mich, würde mich sehr freuen. Herzlich willkommen, dass du neu bist. Ich grüße dich, Vincent. Sebi grüße ich. GamerX1214 grüße ich. An alle, die neu sind, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ne? Ist ganz wichtig, Leute. Auf Ehrenmann-Basis. So. Andy Witt grüße ich. So viele neue Leute hier. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme absolut nicht drauf klar. Das ist ja abnormal, was heute im Stream hier passiert ist. Wie kann ich euch damit jemals danken? Ich kann... Ja. Geht nicht. Geht nicht. Es ist einfach zu heftig. Sorry, dass ich gerade so richtig perplex bin, aber ich komme einfach nicht drauf klar gerade. Fliegensimulator. Kann man auf jeden Fall. Fliegensimulator. Cruel25 grüße ich. Und hi AA. Hi AA. Marius war der Botschafter. Er hat's in die Welt gerufen. Ab heute gekündigt. Aber du hast schon letztens in Stream reingeschrieben, dass du unzufrieden bist. Also war es für dich wohl wirklich die richtige Entscheidung. Ich bin auf deinen Kanal gestoßen, weil mein Bruder in der ganzen Schule gesagt hat, abonniert Unili. Korrekt auf jeden Fall. Herzlich willkommen. OneWurst grüße ich noch. Und als Alkim grüße ich dich, natürlich. Bist mit Xion der Beste? Dankeschön, dankeschön. Siehst du, wo sich eine Türe schließt, Boris, öffnet sich eine andere. Also, Kopf hoch. Und ich schwör's dir, du wirst in der neuen Stelle, wirst du glücklicher werden. David Backhaus grüße ich noch. Und herzlich willkommen, neu hier. Zu heftig, was hier abgeht. Also Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt, würde es mich auch freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen. Ich bin eigentlich ein GTA-YouTuber, also ja. Und wenn ihr ganz safe gehen wollt, checkt auch mein Instagram ab. Da bin ich auch sehr aktiv. Da heiße ich so, Unili Official. Und ja, das war's dann mit der Eigenwerbung. Du bist der beste YouTuber, mach weiter so und bist sehr unterhaltsam und lustig. Danke. Ich und unterhaltsam? Es geht ja nicht. Und ja, ich war schon mal am Wörthersee. War ich wirklich. Ich finde es dort so schön. Kärnten allgemein. Wir haben mal so mit ehemaligen Schulkollegen zu unserer Matura-Reise sind wir die Seen, Ossiacher See, Millstätter See, alle Seen einfach abgeklappert. Wörthersee. Kärnten, wirklich schön. Bin auf dich gekommen, weil ich gehört habe, dass du mit Xion streamst und Xion gucke ich schon lange. Ja, heute sind sehr viele von Xion hier. Freut mich über jeden Einzelnen. Vielleicht könnt ihr auch euch mit meinem Channel anfreunden. Würde mich auch sehr freuen. Und danke für die ganze krasse Unterstützung. Aber Leute, ich bin auch ein müder Mann. Wir haben jetzt hier Leistung abgegeben. Wir haben unseren Mackie, wir haben ihn gebaut. Und
Einen Win haben wir geholt. Schade, dass ich das jetzt am Ende nicht noch geholt habe, aber ich war halt allein gegen 4. Ja, aber egal. Egal. Also Leute, ich hoffe, ich sehe einige von euch wieder bei den nächsten Streams. Und es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin noch immer so total perplex. Reden wir morgen darüber, weil dann realisiere ich es wahrscheinlich erstmal. Und ja, wie gesagt, Leute, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und einen schönen Abend noch. Danke, dass ihr alle dabei wart. Ich verabschiede mich mit einer Light Nuke. Die habt ihr euch verdient. Danke, Leute. Haut rein. Gute Nacht. Where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounded. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple racks as I make a couple tracks. Ciao.